Okay, machen wir Ton an, der Fairness halber. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier geht's gleich los. Mit dem Viertelfinale vom Julius Bär Generation Cup. Mit Vincent Keimer, dem deutschen Teilnehmer. Er trifft auf den Gegner, den ich nicht haben wollte für ihn. Pragnananda, den 17-jährigen Rapid Superstar aus Indien. Also. Keimer gegen Pragnananda ist die Paarung, der wir uns wahrscheinlich zuvorderst widmen werden. Aber es gibt auch noch die kleine Begegnung zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und der sehr, sehr langjährigen Nummer 2 der Welt, Levon Aronian. Wie machen wir das, Chat? Was schlagt ihr vor? Also grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, schwerpunktmäßig bei, ich muss hier erstmal gleich ausschneiden ein bisschen, bei Keimer und Pragnananda zu bleiben oder Konferenz zu machen, entweder zwischen Keimer, Pragnananda und Carlsen Aronian oder zwischen allen Vieren. Also tendenzmäßig, was sagt ihr? Eins. Keimer Pragnananda Schwerpunkt 2 Konferenz mit Aronian Carlsen 3 alles so gut covern wie möglich. Kurzes Meinungsbild. Wenn ich hier kurze Spielerbilder zusammenschneide. Chat ist bisschen gemischt, aber ich lese so 1 bis 2 raus, was ich auch vermutet hätte, dass das die Haupt Partien sind, denen euer Hauptinteresse gilt. Wir gucken, aber fangen wir erstmal an hier mit der ersten Begegnung. Also es ist das Viertelfinale. Wir sind jetzt im K.O.-System. Es werden 4 Partien gespielt mit der Bedenkzeit, die wir kennen. 15 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug. Und sollte es danach 2 zu 2 stehen, dann geht es weiter mit einem Tiebreaker, 2 Blitzpartien. Mit 5 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug, glaube ich. Soll es dann immer noch unentschieden stehen, dann gibt es die berühmte Armageddon-Partie. Aber da sind wir noch nicht. Wir steigen ein in die erste Begegnung. Sorry, ich bin ein bisschen außer Atem. Fitzer Grammar, vielen, vielen Dank für den Sub. Gleich beruhigen sich hier die Geschehnisse. Bau nach D4. Bau nach D5, Sprenger F3, Sprenger F6 und erste kleine Überraschung von Vincent Keimer spielt Bau nach E3. Eigentlich ein klassischer Typ, der hier entweder im dritten Zug oder meist schon im zweiten Zug Bau nach C4 spielt. Aber er scheint was einstudiert zu haben, um Pragnananda aus Pragnandas Vorbereitung zu bringen. Und er spielt Bauer nach E3. Bau nach C5, das ist meiner Meinung nach die beste Reaktion gegen diese ganzen langsamen Systeme, wo Weiß nicht sofort Druck ausübt aufs Zentrum. Kann Schwarz sich meist leisten, Bau nach C5 zu spielen. Lauf nach E2. Wieder sehr, sehr leguanisch gespielt von Keimer. Er wird das vorbereitet haben, aber es ist ein sehr passiver Aufbau. Er tut eigentlich so, als hätte er Schwarz und zieht hier erstmal ganz in Ruhe nur die Figuren raus. Sprenger C6, Bau nach C3. Eine Art halbslawisch. So nennt man es in der Fachsprache, mit vertauschten Farben, wo Weiß den extra Zuglauf in der E2 hat. Also normalerweise sieht man das. Zum Beispiel so, wisst ihr, wie ich meine? Und hier steht der Läufer schon hier, aber sonst dieselbe Stellung. Pragnananda löst die Spannung im Zentrum, C schlicht D, E schlicht D und Läufer G4. Dieses C schlicht D, E schlicht D erlaubt dem weißen Läufer immer rauszuziehen. Und so geschieht es auch. Bau nach E6, Sprenger BD2. Trotzdem gelten diese Stellungen nach Läufer D6 als ziemlich ausgeglichen. Aber ich vermute, genau das hat Keimer angestrebt. Spieler nach wie vor sehr, sehr schnell. Kurze Rochade. Jetzt hier Turm in die Mitte und dann vielleicht den Springer hier irgendwie auf E5 platzieren. Um hier ein bisschen Druck zu machen. So sieht es aus.
Also, Vincent Keimer, gut vorbereitet, der 17-Jährige aus Saulheim, hier oben, dichter am Brett im Bild, wenn ihr nicht wisst, wer wer ist. Keimer ist der im weißen Hemd. Pragnan da ist der im lila Hemd. Und der sich etwas mehr bewegt. Vincent sieht immer ein bisschen müde aus so am Anfang. Ich glaube, es täuscht. Ich glaube, er ist einfach konzentriert. Es ist K.O.-Phase, Chat. Es ist das Viertelfinale. Turm nach E1 gespielt, Dame hier rüber und Bauer nach A4, auch ein typischer Zug für diese Strukturen. Macht es zum einen dem Schwarzen schwerer, hier Raum zu gewinnen mit Bauer nach A6, Bauer nach B5. Zum anderen, bei Bedarf könnte dieser Kollege vielleicht mit Hilfe von Sprenger nach B3 weiter gepusht werden, um hier Raum zu gewinnen. Also interessant, das ist die sogenannte, ich weiß nicht, wie viel Fachchinesisch ihr ertragt, da müsst ihr durch. Die sogenannte Karlsbader Struktur, die wir häufiger mit umgekehrten Farben sehen. Also so ist es eigentlich gängiger, diese Stellung zu kriegen. Aber sie hat auch aus weißer Sicht in diesem Falle durchaus Angriffspotenzial. Es ist nicht so, dass die Stellung glatt ausgeglichen wäre. Dadurch, dass Weiß keinen E-Bauern hat, kann er versuchen, eben dieses Feld in der Mitte zu besetzen hier. Und wenn er das schafft, dann kriegt er meistens ein bisschen Spiel am Königsflügel. Für Schwarz sind die typischen Gegenpläne, entweder hier mit Bau nach A6 und Bau nach B5 zu kontern. Aber das wird sehr, sehr schwer, hat Keimer ja auch schon hier im Keimer steckt. Oder in der Mitte zu spielen mit Sprenger E4 und Bau nach F5, auch im Moment nicht leicht. Oder Plan C, diesen Durchbruch E5 durchzusetzen, auch das nicht leicht. Also noch viel Spannung in der Stellung. Und Keimers Plan mit dieser zurückhaltenden Eröffnung scheint bisher aufzugehen. Pragnan da nimmt Zeit und fühlt sich vielleicht nicht so wohl, spielt Turm nach B8, um A6, B5 unterstützen zu können. Aber es wird nicht leicht. Dash 367, vielen Dank für deinen Sub. Okay, Chat, erstmal durchatmen, Schluck Kaffee trinken. Ihr kennt das System, wenn hier oben die Ampel grün ist, dieser kleine Punkt, dann ist die Partiestellung. Wenn sie rot ist, dann sind es meine deepen Analysen. Wir haben hier neu diese wunderschöne Grafik. Danke an Chess24 für die Live-Grafiken. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen, ob sie euch nervt. Sagt gerne Bescheid. 1 gut, 2 nicht gut. Ich kann mich auch stattdessen größer machen. Ich finde es nicht so unpraktisch, gerade später, wenn wir in der dritten Partie sind oder was auch immer, wenn die Leute wissen wollen, wie es steht. Also, sagt gerne, ob wir sie da lassen wollen oder nicht. Das sind mehr Einsen, ne? Dann behalten wir sie. Alles klar. Warum nicht einfach Figuren, die zu Schatten werden, wenn man sie wechselt in der Analyse? Kein schlechter Vorschlag. Gefällt mir eigentlich gut. Stört keinen. Nein, mich stört sie, weil sie mich kleiner macht, Chat. Aber wir müssen manchmal, transparent wie wir sind hier, kleine Opfer bringen für die Übersicht. Ja, das Blinken soll gleich anzeigen, welche Partie gerade läuft. Geht das auch ohne Blinken? Ich glaube nicht. Okay, Chat. Jetzt, wo ihr euch darauf aufmerksam gemacht habt, macht euch das Blinken irre, ne? Haben wir hier ohne Blinken? Ne, hier ist das Blinken auch mit drin. Ihr hattet eben die Chance, 2 zu schreiben. Jetzt hängen wir fest mit der Grafik. Die große Mehrheit wollte es haben. Hast du die Bilder für die beiden rausgesucht? Ne, da habe ich nichts zu tun. Aber das Keimer-Bild sieht nicht völlig aktuell aus, oder? Okay, Chat ist getriggert vom Blinken.
Hey, warum frage ich euch überhaupt irgendwas? Ich frage 100 von 100 Leuten, sagen eins. Und jetzt sagen alle, nee, 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 mach das weg. Bau nach H3, Läufer nach H5 und Läufer nach D3. Wurde zwischendurch gespielt. Ja, wenn ich einen Screenshot mache, dann updatet sich das aber nicht. Okay, hier. Vorschlag nicht zur Güte, zur Ungüte. Weil ich jetzt nur noch aufs Blinken gucken können. Machen das weg. Wir machen so. Was meint ihr? Ich habe einige technische Möglichkeiten hier. Jetzt noch die Bilder halbwegs gleich groß machen und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen hier. Gleich weiter. Okay. Also. Sir Fraser sagt, wie lief dein Gespräch mit Krane? Habe ich darüber gesprochen? Ich dachte, meine Gespräche mit Krane sind confidential. Kriletti, vielen Dank für den Sub. Meine Gespräche mit Krane laufen immer fantastisch. War im Urlaub der Krane, gut erholt, jung, brutal, gut aussehend. Er hat trotzdem gesagt, du bleibst gecancelt. Ich habe keine Zeit für triviale Sachen wie Schach. Das waren seine Worte. Seine Worte. Emphonico, danke für den Sub. Was die Störung angeht, Vincent Schirm ist angenehmer. Er möchte die Dame hier hinstellen, dann den Springer hier in die Mitte. Bisher ist das alles sehr sauber strategisch, was er spielt. Hat keinen besonderen Vorteil, aber den kriegt man halt auch nicht gegen die jungen Leute aus der Eröffnung. Alle sind zu gut vorbereitet mit ihren Schachengines da draußen. Insofern ist das hier schon völlig okay. Ein bisschen mehr Zeit, wobei das auch aufgeholt auf der Uhr. Bisschen besseres Spiel. Dame soll hier hin, Springer in die Mitte. Kann sich keiner beschweren. So, jetzt Dame einen Schritt vor. Und los geht das. Der Computer ächzt ganz schön heute. Oben ohne Toben seid, habt ihr das Wort Zugzwang eigentlich von Kreuz von Jakob? Nee, Zugzwang ist in der Schachwelt schon seit Jahr und Tag ein etablierter Begriff. Und ich glaube auch in der Nicht-Schachwelt. Der bedeutet, man würde gerne aussetzen, aber man muss was tun. Selbst wenn es die eigene Position verschlechtert. Kreuzfeld Jakob haben es ja ein bisschen anders interpretiert. Nach dem Motto, man muss rauchen, ob man jetzt will oder nicht. Deshalb Zugzwang. Aber ich glaube, Schach war zuerst da. Ich hab das Album geliebt. Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag, hieß es so. Hey, auf Dauer-Rotation gehört. Bunkerwelt in Witten, Alter. Der alte Mann.
erzählt euch von früher, als die Musik noch handgemacht war. Es war eine prägende Zeit. Flipstar ist jetzt Arzt, ne? Dann hat E3 gespielt. Ja, hier, Chat sagt es. Einer von denen arbeitet heute in der Uniklinik Essen als Hirnchirurg. Kein Witz. Ich weiß. Flipster. Hat ja damals schon gesagt, ich muss zur Schule Beleg-Rap-Leistungskurs. Und heute ist Stichtag. Es bleibt dunkel, auch wenn ich gerade mal Licht mache. Aber scheint irgendwie auch Medizinleistungskurs noch gemacht zu haben. Läuft nach G6 gespielt. Große Frage für Keimer jetzt. Tauscht er die Läufer oder geht er weg? Ich weiß die Antwort nicht. Ich glaube, man kann für beides Argumente finden. Ich würde wahrscheinlich tauschen und Pferd in die Mitte stellen. Aber es spricht auch was für diesen Zug. Aber ne, er nimmt. Ja, Keimer hat ein solides Schachgefühl. Nimmt und stellt Springer in die Mitte. Computer fand Läufer nach F1 besser. Vincent. Der Computer meinte, du sollst so spielen. Ich meinte, du sollst schlagen und Springer F5 spielen. Du hast auf mich gehört, nicht auf den Computer. Das ehrt dich. Ich weiß nicht, ob das langfristig die richtige Strategie ist. Chat fragt nach Pragnar das weißem Strich auf der Stirn. Ich bin da leider auch zu ungebildet für. Wir haben das Thema schon häufiger gehabt. Also ich weiß, dass es gängig ist bei Indern. Ich weiß nicht, inwieweit es was Religiöses ist oder es nur die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe anzeigt oder manchmal, glaube ich, auch aus stylischen Gründen verwendet wird. Ich möchte da nichts zu Falsches sagen. Ich weiß nicht, warum. Warum er es hat, ich habe es in Indien häufig gesehen, aber jetzt auch nicht regelmäßig. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, das zu tragen. Aber Pragnan da sehen wir eigentlich meistens damit. Chat weiß zum Glück alles über alles. Segenszeichen in dem Fall, sagt Jean de Light, Tilaka, umgangssprachlich Tika, nennt man die verschiedenen Segenszeichen, die Hindus oft auf der Stirn tragen. Okay. Was bedeutet das? Ist es was Religiöses? Nicht unbedingt, ne? Kann es sein, muss aber nicht. Basti hat einen Link. Also in der Partie, Vincent Keimer mit kleinen Vorteilen. Oh, Springer D7, jetzt, das gefällt mir. Hier, bald den Springer. Der Springer soll in dieser Struktur immer hier hin, so kann man sich das merken, sein Monsterfeld. Kontrolliert das Feld, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld. Also man könnte sagen, es ist ein ziemliches Kreuzfeld hier für den Springer auf D3. Und er sollte nicht tauschen. Er sollte das Pferdsche auf dem Brett lassen. Meine Meinung. Er könnte auch hier tauschen und Springer F3 spielen, dann versuchen, ihn anzugreifen. Aber Springer D3, so haben wir es gelernt. Hackbart sagt, bekommt Keimer als junges Schachtalent die ganzen Mädels ab und wie ging es dir damals? Ich gehe davon aus, dass das bei Vincent genauso fantastisch läuft wie bei mir damals. Ich hatte auch den Haarschnitt damals in der Schule. Backstreet Boys, Nick Carter, Mittelscheitel, zack.
Pranger da. Ich weiß nicht, ob er einen Massagestuhl hat. Ich glaube, es geht einfach so. Kann ich Haarpflegetipps geben? Klar, Chat. Ich habe hier noch nicht viel getan heute. Wichtig ist, idealerweise direkt nach dem Duschen schön Salzspray rein. Also Haare ohne Salz sind für mich wie Suppe ohne Salz. Senza sale. Das geht gar nicht. Kudla Sepp, vielen Dank für den Sub. Danach, wenn wir das Salzspray drin haben, können wir, müssen wir aber nicht zwingend notwendig, noch ein bisschen von dieser klebrigen grauen Substanz in die Haare schmieren. Und dann sind wir ein bisschen salty. Hupfersibbel, danke für den Sub. Okay. Chat. Jetzt, wo wir durchgestylt sind, können wir hier Vincent Keimer loben für seine Schachkultur. Spreng nach D3. Das ist ein Styler. Super Bluxy, danke für den Sub. Der Springer, wie gesagt, kontrolliert alle Felder. Tromsis sagt vorher, sah es besser aus. Erste Warnung, Tromsis. Kein Frisurshaming hier. Ich sehe umwerfend aus, korrekt. Korrekt. So, wann kommentiert Brad Pitt diesen Stream? Das ist okay, aber du hättest sagen können, der junge Brad Pitt. Man nennt mich ja in der Schachwelt manchmal auch Brad Pitt. Okay, Vincent steht ein bisschen besser. Chef, wie wollen wir es machen? Wollt ihr zwischendurch hier rüber luschern? Also verwehrt euch sowas, wenn ich sowas mache. Eins, einfach kurz rüber gucken und dann zurückgehen. Zwei, längerer Exkurs zu Carlsen Aronian mit Kamerawechsel. Drei, nichts davon. Gemischtes Meinungsbild, aber ich glaube, es wird für kurz rüber gucken plädiert. Was wir auch machen können, natürlich, ist einfach in der zweiten Partie zum Beispiel sagen: Okay, jetzt featuren wir Carlsen und Aronian oder keine Ahnung, Niemann und Lee Kuan Lim und haben die auf der Kamera. Was die Stange hier angeht, Carlsen steht ein bisschen besser. Seine Läufer sind mächtig und gucken Richtung Schwarzer König. Das heißt noch nicht, dass Weiß hier zwangsläufig gewinnen sollte, aber dieser Läufer ist ein bisschen eingesperrt. Wenn der weiße Läufer hier hinkommt, da hat Weiß deutlich mehr Potenzial. Sieht sehr gefährlich aus. Katastrophen Klaus, danke für den Sub. Und Fidepus, danke auch dir. Rollt schon Hype Train? Chat, ihr wisst, Hype Train ist wichtig, weil wir haben für unsere Verhältnisse relativ viele Zuschauer. Und wenn wir Hype Train am Laufen haben, dann kommen wir auf die Twitch-Hype-Train-Seite und kriegen noch mehr Zuschauer und können hier Winnie K. zum Sieg schreien. Aber ich glaube, noch haben wir keinen Hype-Train. Trotzdem, vielen Dank für den Support. Marzipan Hans, danke für den Sub. Naja, ist nur der Boost-Train. Alles klar, alles klar. Trotzdem, danke. Wenn ihr Chat Amazon Prime habt, könnt ihr es mit Twitch verknüpfen und mehr kostenfrei diesen kleinen Kanal abonnieren. In Amazon Prime ist ein Twitch-Sub mit drin. Würde mich sehr freuen. Mofray Show, vielen Dank für den Sub. McFunmaster, danke auch dir für den Sub. Keimer spielt wieder Schach. Verhindert hier Springer-Abtäusche. Springer F3. Sagt, kannst hier hingehen. Gehe ich weg. Und er will eines fernen Tages auf den schwarzen König los. Er will Bauer nach H4 spielen, Bauer nach H5. Und diesen König entblößen, das ist die typische Angriffsstrategie gegen diese Doppelbauern, den Habauer und pushen. Oh, er spielt das ja sogar Dame G5, sehr aggressiv. Auch mit der Idee H4, H5. Ich wollte das instinktiv nicht, weil die Dame da zum Abtausch aufgefordert werden kann mit Dame D8. Und ich will nicht die Damen tauschen, aber auch nach Dame D8 ist ja auch ein passiver Zug, kann die Damen immer noch behalten, irgendwo hingehen. Also alles gut. Kleeblatt, vielen Dank für den Sub. Oxford Germany, danke auch dir für den Sub. Genauso wie
Lootbox Lukas, danke für die Subs. Caruso, Technik Caruso. Hier, unser Berater sagt, Jan macht doch einfach Folgendes. Du duplizierst die Szene und machst eine Szene so und eine anders. Das ist ein guter Vorschlag, Caruso. Bin ich schlau genug, das jetzt hier auf die Schnelle zu machen? Ich glaube eher nicht. Oxford, Germany. Neji King, vielen Dank für den Sub. Und Dean Winchester, 87, danke auch dir für den Sub. OMG, Kill That Clown, vielen Dank für den Prime Sub. Caruso, wir können hier keine Operationen am Live-Patienten machen. Aber vielen, vielen Dank für den Support, ey. Das machen wir. Für morgen machen wir es gerne. Wollen wir Caruso heiern? Wir können Caruso eher als Hype-Man brauchen. Aber ich glaube, Caruso hat schon einen Job, oder? Caruso, was machst du heutzutage? Sitzt du in einem kleinen, fensterlosen Büro bei... Wo bist du, bei Freaks oder bei Instinct 3? Ich verwechsel sie immer, aber ich weiß nie, bei welchem du bist. Freaks for you. Alles klar, ist richtig. Caruso ist auf jeden Fall unser Flavor Flav, nur unseriöser als Flavor Flav. Das K an Caruso steht für Keminate, das ist korrekt. Check gleich in der Pause, wenn diese Runde vorbei ist. Dann basteln wir das hier alles Carusos Vorstellungen entsprechend. Der Martin 1, danke für den Sub. Chat, wenn ihr wollt, dass Pragner da aufhört zu nicken, einfach 1 in den Chat, friere ich ihn ein. Gang ist los. Chat fragt, bist du ein GM? Ja, ich bin Großmeister. Ich bin Deutsche Nummer 4 im Schach. Wir sehen hier oben die Deutsche Nummer 1 im Schach. Aber machen wir uns nichts vor. Die Zeit ist auf meiner Seite. Vincent Kamer ist schon 17. Ich bin nicht 17. Also denke ich, langfristig wird der Zahn der Zeit an ihm nagen. Und ich werde mir die Spitzenposition zurückholen. Bauer nach A5. Sehr riskant von Pragner. Da will B5 spielen hier. Zack, zack. Ich war mal die deutsche Nummer 1, so zwischendurch. Aber nur kurz. Ich hätte einen Screenshot machen sollen. Wie viel Zeit investierst du am Tag in Schach? 4 Stunden, 22 Minuten, die ich jetzt streamen werde und diese Schachpartien kommentieren. Vincent, mach H4, komm. Warum macht er nicht so? Er hat Angst hier vor Gegenspiel. Pragner, jetzt hör mal auf mit dem Rumgenicke hier. Nervt auch auf Dauer. Wie geht das aus? So. Das ist diese Analyse. So kam es nicht. Es scheint, als hätte Schwarz hier noch genug Verteidigungsressourcen. Deshalb überlegt Keimer, ob er das irgendwie unterbinden kann. Werde ich träumen. Vielen Dank für die vielen Bits in meine Flüsternachrichten. Ich weiß nicht, was das ist. Hier auf Twitch. Die hätte ich noch nie gecheckt. Aber guck ich mir an. Jackie sagt, können wir Jeremy Fragrance Videos anschauen? Stattdessen... Ey, ich glaube, der Weg zum Reaction-Streamer auf Jeremy Fragrance ist nicht mehr besonders weit. Ich glaube, wir sind bald da. Wenn sie kam, überlegt hier, was würde ich überlegen? Ich würde so Turm E2 vielleicht überlegen, den Bauern zu decken, den anderen Turm hier rüberzubringen. Zack, zack. Aber es hat Pragner da schon wieder schlau gemacht. Indem er diese Schwäche auf B2 hier fixiert, hat er jetzt immer ein Angriffsziel. Also Keimer kann sich nicht in Seelenruhe
auf den Bauern schützen. Er spielt Turm C1. Interessant. Ich glaube, die Idee davon ist, er möchte offensichtlich diesen Bauern überdecken und auf Bauer nach B5 dann Bauer nach B3 spielen. Den Springer zurückwerfen. Baut die Badewanne. Kennt ihr sicher. Aber steht er hier gut? Makel Pragnandar da auch bei Face-to-Face-Partien. So, ich glaube nicht so krass. Wir haben ja letzte Runde bei Schacholympiade gegen Pragnandars Truppe gespielt. Er hat gegen Rasmus Svane gespielt am Brett 3. Also da ist mir nicht so aufgefallen. Ist halt häufig so, wenn man zu Hause alleine ist. Du fühlst dich ja unbeobachtet, auch wenn da eine Cam mitläuft. Auf die achtest du ja nicht. Da machst du halt dein Schissel. Kalabani, ich finde für die 100 Bits. Bei Olympia ist er krass abgegangen manchmal, habe ich nicht so mitgekriegt. Also es kam sofort Spiel nach D6. Er hat nicht B5 gespielt. Überraschend für mich. Und Vincent fesselt ihn. Gefällt mir gut. Dame nach F4. Fesseln heißt, der Springer kann jetzt nicht wegziehen. Weil dann die Dame weggeschlagen würde. Sir Fraser, vielen Dank für den Sub. 4 Monate am Start hier. Dankeschön. Ah, noch ist die Badewanne nicht da. Er hat ja noch nicht B3 gespielt. Turm nach C8, das sieht riskant aus. Jetzt gehen wir hier zum Angriff über, Vincent. Jetzt mach mal H4. Mach mal ruhig H4. Mach mal ruhig H4. Mach mal lauter. Conny, vielen Dank für den Sub. Nee, Team, was muss denn alles löschen? Stress die Leute rum. Du weißt, ich bin immer zack. Immer für den Hammer. Ja, aber ich weiß auch nicht, worum es geht. Bauer nach H4. Ich kann auch kurz das Turnierformat erklären. Hier, wir können auch ganz kurz auf den Baum gucken. Hier, pass auf, Chat. Pass hier auf. Folgendermaßen. Es gab ja die ersten 4 Tage die Qualifikation. 8 Spieler sind weitergekommen von den insgesamt 16. Und diese 8 Spieler treffen jetzt aufeinander. Der erste in der Vorrunde, Magnus Carlsen, trifft auf den 8. in der Vorrunde. Das war Levon Aronian. Der zweite, das war Eric Geissi, auf den 7. Und so weiter und so fort. Dritter auf den 6. Vierter auf den 5. Keimer und Pragnandar sind 4. und 5. Und die spielen jetzt Matches gegeneinander, 4 Partien, 15 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Und wer dieses Match gewinnt, kommt ins Halbfinale. Sollte es 2-2 ausgehen, dann spielen sie den Stichkampf heute noch. Auf jeden Fall erfahren wir heute die Halbfinalisten. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Morgen Halbfinals. Mit ein bisschen Glück haben wir morgen Keimer Carlsen. Wäre nicht so falsch. Und übermorgen die Finals. Verstanden? Hier der strategische Kampf tobt. Wir schalten einmal ganz kurz rüber in die Konferenz, der wir hören, dass Magnus Karls Problem hat. Mr. Beatspace, vielen Dank für den Sub. The Loneliest Thunk, vielen Dank für den Sub. Und School, danke für den Sub. Der Weltmeister steht auf Verlust gegen Levon Aronian. Levon Aronian, einer der Spieler, die ihn überspielen kann. Carlsen wird sich zur Wehr setzen. Aber es scheint, als würde er hier verlieren. Dieser Bauer ist zu mächtig. Wird weiterlaufen. Und mit Weiß zu verlieren, ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann in diesem Format. Du musst danach ja mindestens 2 Punkte holen aus den verbliebenen 3 Partien. Und wenn du das 2-mal schwarz hast, ist das nicht leicht. Für Magnus natürlich absolut möglich. Aber er macht sich's damit nicht direkt leichter. Und Aronian scheint hier gnadenlos zu sein. Spielt Turm nach C4, bereitet damit Läufer nach D6 oder B3 vor. Fesselt diesen Läufer. Das sieht nicht haltbar aus für Magnus Carlsen. Und auch Hans Niemann hat schon verloren seine erste Partie gegen Le Quang Lim, den Schnellschach-Experten aus Vietnam.
Ja, wir sehen an diesen Elo-Zahlen, das sind die Tour-Elo-Zahlen, nicht so aussagekräftig, aber trotzdem, wenn jemand 2,791 hat in dieser Tour-Wertung, dann heißt das schon, dass sie gut im Schnellschach sind. Ebenso bei Pragner Nadal, der ja 2,87 hat, was viel, viel mehr ist als eine klassische Elo-Zahl. Klassisches Schach hat er so 2,680 oder so. Das sind schon Hausnummern. Also, Carlsen droht die erste Partie zu verlieren. Hans Niemann hat schon die erste Partie verloren. Jungs, ihr wisst schon, für Chess Drama, wir brauchen das Finale. Carlsen Niemann oder Kaimann Niemann würden wir auch akzeptieren. Also, wenn die alle rausfliegen heute, das wäre für unsere Zwecke hier nicht ideal. Ich sag's nur. Ist Sport und der Bessere soll gewinnen, dies, das, jenes. Aber wir brauchen schon Carlsen, Kaimer, Niemann und Erika Issi im Halbfinale. Das kann nicht zu viel verlangt sein. Bau nach B5-4. Pragner da holt zum Gegenschlag aus, aber Kaimer hat H4 gespielt. Schlägt jetzt hier weg. Der Turm wird zurückschlagen. Er muss irgendwie die Zeit finden. Aber findet er die? Am Königsflügel seinen Angriff zu organisieren, ohne einen schwarzen Gegenangriff auf diesen Bauern ertragen zu müssen. Also, schlagen sie vielleicht nicht so spannend aus, ist aber sehr spannungsgeladen. Wie viel Ressourcen kann Weiß am Königsflügel bündeln, ohne sich dazu sehr zu verzetteln und dann am Damenflügel? Ich weiß nicht, ob euch Königsflügel und Damenflügel was sagt. Königsflügel ist diese Seite hier. Und Damenflügel. Ist diese Seite hier. Das nennt man so, weil in der Startstellung die Dame hier steht. Und der König hier. Steht ihr? Königsflügel, Damenflügel. Haben wir wieder neue Schachbegriffe gelernt. Sprang nach D7. Damenflügel ist da, wo die Rochade lang ist, das ist korrekt. Lange Zunge geht nur Richtung Damenflügel. Damengambit ist auch am Damenflügel. Zuletzt gab es ja einige Jokes hier mit Dramengambit, Damengambit. Wollen wir jetzt mit zu tauschen. Der Marian, vielen Dank für den Prime Sub. Dame H3? Was ist das für ein Zug? Er will H5 spielen, ohne dass er hier aufgegabelt wird. Gabel heißt, Springer greift gleichzeitig zwei Sachen an. In diesem Fall Dame und Bauern. Deshalb geht er jetzt weg mit der Dame, um dann diesen Bauern pushen zu können, ohne dass der Springer kommt. Der Springer kommt trotzdem da an, möchte Bauer nach H5 verhindern. Und ja, der Kampf tobt. Kaimer ist es noch nicht gelungen, hier eine Bresche am Königsflügel zu schlagen. Pragner da ist auch noch nicht gelungen, hier was zu organisieren. Bisher ausgeglichen, aber Kaimer hat keine Zeit mehr. Seht ihr das hier? 10 Sekunden. Sie kriegen 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Aber trotzdem hat er die Zeit da ganz schön runterticken lassen. Jetzt hat er einen Zug gemacht, hat er wieder 20 Sekunden. Aber er hat jetzt nicht mehr die Zeit, irgendwann mal lange zu überlegen. Muss jetzt schnell spielen. Und das ist eine Stellung, der es nicht leicht ist, schnell zu spielen. Denn man möchte sicher gehen, wenn man hier was macht, dass es funktioniert. Der schwarze Plan ist ein bisschen leichter. Schwarz möchte den Bauern hier pushen. Und hier eine Schwäche provozieren. Wenn wir jetzt den Turm hier rüberziehen, schätze ich. Ne, er zieht Turm C2. Ja, okay, er hat die Defensivhose an. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, in der Stellung darf er nicht die Defensivhose anziehen. Er musste weiter auf Initiative spielen. Hier passiv zu warten. Irgendwann wird der Damenflügel aufgebrochen. Na, mal gucken. Ah, Turm C2, es hat eine Idee. Er möchte Springer nach C5 spielen. Ja,
Jetzt verstehe ich das. Er möchte diesen Bauern überdecken, um mit seinem Springer da reinzuspringen. Das ging nicht sofort, weil er hier geschlagen werden konnte. Und falls ihr euch fragt, hä, hier habe ich doch eine Gabel. Ja, funktioniert auch nicht. Dame geht irgendwo hin. Und wenn wir hier schlagen, wird hier geschlagen. Und wenn wir hier schlagen, wird zurückgeschlagen. Okay, Turm C2. Sein Plan ist Jolly Jumper, Tubifex 4, danke für den Sub. Und Pragnanar zieht sich zurück. Turm nach B6. Keimer geht rauf, Sprenger E5. Täuscht immerhin an, hier zu opfern zu wollen. Hier oder hier. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber antäuschen kostet nichts. Pragnanar aber eiskalt. Sagt hier, mach du mal, du drohst nichts, ich spiele Bauer nach A4. Und Keimer gießt weiteres Öl ins Feuer, spielt Bauer nach G4. Möchte hier H5 spielen. Die Stellung öffnen. Uff, es wird kompliziert, es wird kompliziert. Es ist eine sehr gefährliche Stellung. Die ganze Stellung, die ganze Struktur, ich habe es ja gesagt, ist nicht ausgeglichen. Eine Seite wird meistens sich durchsetzen. Entweder schwarz am Damenflügel oder weiß am Königsflügel. Bei beiden wird die Zeit knapp. Es wird eine heiße Kirsche. Joe the Pro sagt, gewinnt Prag 9500 Mal. So hoch würde ich es nicht ansetzen. Ich glaube auch, dass Prag hier leichter Favorit ist, weil er einfach so unglaublich stark ist. Wenn beide runter sind auf 10 Sekunden, sehe ich ihn eigentlich wahnsinnig selten was falsch machen. Aber die Stellung ist ziemlich offen und Vincent Keimer kann auch Schach spielen. Also, ich will ihn hier auf keinen Fall abschreiben. Bau nach A3. Nehmen wir weg. Nimm weg. Den Bauern kannst du nicht am Leben lassen mit so wenig Zeit. Hier, da darf man nicht zu schlau sein. Einfach raushauen. Nicht zu lange drüber nachdenken. Nimm weg den Lachs. Ohne Spaß jetzt. Zack. Ach, nicht die Zeit runterlaufen lassen. Muss wegnehmen. Ja. Schach, König vor. Der weiß, König ist ein bisschen exponiert jetzt. Aber Schwarz braucht noch, bis er ihn hier wirklich nerven kann. Wer wahrscheinlich versuchen, möglichst viele Figuren hier auf die Grundlinie zu stellen. Ja, so geschieht es. Turm nach A1. Ja, Turm A2, den tauschen wir ab. Ah, das kann leichter zu. Und die Zeit. Zeit steht nicht still. Hallo Zeit. So verantwortungslosen Umgang mit der Uhr habe ich seit Vlesk bei Zugzwang nicht mehr gesehen. Aber Turm A2, Keimer spielt weiter die besten Züge. Immer habe ich gesagt, nee, das ist kein leichter Zug mit der wenigen Zeit. Macht er. Also er möchte nicht, dass die Türme hier verdoppelt werden auf seiner Grundlinie. Er möchte einen der Türme gerne abtauschen. Und im Moment hat er auch noch einen Bauern mehr. Turm nach D1. Jetzt hier anderen Turm rüber. Ja, oder den, auch gut. Bisher hält Keimer wunderbar Stand hier. Lässt die Türme nicht rein. Hat einen Bauern mehr. Schon trotzdem schwer zu spielen mit der wenigen Zeit. Und KS. Turm nach A8 weicht dem Turmtausch aus. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ihr seht es am Balken. Gibt es hier taktische Chancen? Er kann reinlachsen, Bau nach G5. Ich weiß nicht, ob man daran denkt mit so wenig Zeit. Ne? Er spielt Turm B3, aber auch das ist gut. Stabilisiert, hält die Bauern. Lachs rein, Lachs rein. Hier, zack, zack, zack. So geschah es noch nicht. Aber es funktioniert. Aber das sieht man nicht mit so wenig Zeit. Das kann man nicht sehen. Ne? Er spielt H5, aber auch sehr logisch. Jetzt, wo die schwarzen Türme hier abgelenkt sind, möchte er den König exponieren. Vincent Keimer hat die Initiative an sich gerissen. Hier, wir sehen den verbissenen Blick. Das Heft des Handelns wieder in der Hand. Und Pragnanar sollte jetzt nervös sein. 10 Sekunden, König offen, Bau nach H6 ist in der Luft, Sprenger schlägt E6, Sprenger schlägt F7. Also Keimer liefert hier nach wie vor ab, zeigt, was er drauf hat. Und ihr seht, Bodo Balken eskaliert. Bodo Balken sagt, den König erwischen wir. Das wäre crazy, wenn er hier Pragnanar, das Zeitnotmonster, im Zeitnotduell so überspielt. Hut ab, ey. Vincent Keimer beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Also völlig abgesehen von hier Twitch-Deutschen, Hypen und so weiter, ist es einfach super krass, wie stark er ist. Damit schlägt ihr 6 für die Galerie. Er spielt Sprecher F7, auch das ist gut genug. Es gewinnt die Dame. Er gewinnt die Partie.
meine Damen und Herren. Wow. Versteht ihr es hier? Sprecher F7. Das Ding ist, der Springer könnte zurückschlagen. Aber dann ist das Schachmatt. Schachmatt. Und wenn die Dame zurückschlägt, dann Sprecher F7 ist Schach. Hat Schwarz keine Zeit, irgendwas zu schlagen. So ist Weiß hier gewinnt. Vincent Kamer gewinnt die erste Partie. Warum stellst du hier falsch rum? So. Vincent Keimer geht in Führung. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine unglaublich beeindruckende Leistung. Mit so wenig Zeit, wenn man weiß, wie super stark Pragnanand da ist in solchen Situationen. Hut ab, ey. Das sind schöne Standbilder. Da müssen sie jetzt durch. Gaspar Trollberg, vielen Dank für den Sub. Caruso, Alter, Caruso will, dass ich hier jetzt arbeite in der Zwischenzeit. Ich weiß auch noch nicht genau, was du willst, Caruso. Werden wir hier die Szene duplizieren? Was haben wir davon? Also, du meinst wegen der Bilder von Carlsen und Aronian oder was? Weil ich muss mir die Bilder eh mal manuell ausschneiden. Das bringt uns nicht viel. So, ich habe die Szene dupliziert auf doof, aber es hilft uns nicht so viel weiter. Ich kriege die Bilder hier aus dem Microsoft Teams Call. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, Chat, es läuft noch eine Partie zwischen Eric Aissi und Christopher Yu. Eric Aissi, der hohe Favorit in diesem Match gegen den 15-jährigen Christopher Yu. Und wir gucken ganz kurz rein. Hier haben wir die beiden. Arjun Eric Aissi, der Shootingstar der Schachwelt mit den weißen Steinen. In einem Turmenspiel gegen den 15-jährigen Christopher Yu aus den Vereinigten Staaten. Sollte Eric Aissi gewinnen, hat ein Bauer mehr. Ich glaube, es kommt ein Turm hier rüber. Ein Turmenspiel sind immer knapp. Bei dem König hier so weit hinten könnte man zum Beispiel hier schlagen. Und jetzt gibt es kein Halten mehr gegen Goran in Gebauern. Also, Schach wird immer jünger. Wir haben ja einen 19-Jährigen, einen 15-Jährigen in diesem Finale, in diesem Viertelfinale. Im anderen Viertelfinale haben wir hier die beiden 17-Jährigen, Keimer gegen Pragnanand da. Und die alten Männer. Magnus Carlsen, der 31-Jährige, gegen Levon Aronian. Levon, wie alt wäre sein? 39 oder so. Carlsen verliert gegen Levon. Gerät damit in Rückstand in diesem Match. Und mit Weiß zu verlieren, ist keine gute Situation. Gerade gegen einen unglaublich soliden Levon Aronian. Das wird schwer für den Weltmeister, hier ins Halbfinale zu kommen. Hans Niemann hat ebenfalls verloren seine erste Partie. Relativ chancenlos gegen Lee Kuan Yin. Hier, so ist die Gesamtsituation.
so übersichtlich, ja. Und es läuft bereits die zweite Partie zwischen Le Quang und Niemann. Während noch die erste läuft zwischen Yu und Erigaisi. Es ist in diesem Format so im K.O.-Modus, dass nicht gewartet wird, bis alle fertig sind. Es geht nicht zur vollen Stunde los, sondern wenn eine Partie fertig ist in einem Match, dann warten die 10 Minuten und dann geht's weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Klatscharch, vielen Dank für den Sub. 1 Kobus, vielen Dank auch an dich für den Sub. Rook 87, da kannst du die verlorene Magnus-Partie später analysieren. Ja, es wäre hier schwer, weil wir immer Live-Partien haben, zu viel Analysen zu machen. Aber ich kann später auf jeden Fall kurz reingucken. Magnus scheint ja besser. Er muss irgendwo, na, wir können jetzt kurz reingucken, irgendwo geblandert haben. Hier soweit noch alles normal, würde ich sagen. Tor 8, König 8. Hier ist er schon langsam vom Pfad der Tugend abgekommen. Läufer C1. Sagt der Computer, ist ein sehr schlechter Zug. Er muss den Läufer in der Mitte lassen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ist auch kein Zug, der jetzt ästhetisch sehr ansprechend ist. Läufer C1. Zack. Und danach ging es andersrum. Also graduell. Steile These, Magnus hat Comeback-Qualitäten. Ja, ich glaube, der These würde keiner so wirklich widersprechen. Aber 1-0 hinten gegen Levon Aronian. Muss von den zwei Partien mit Schwarz vielleicht eine gewinnen. Auf jeden Fall keine verlieren. Ist keine so leichte Situation. Sorry, ich muss ja mal ein bisschen basteln, wenn wir die Spielercams umschalten wollen. Und das kann ich auch nicht durch 4 verschiedene Screens ändern, weil ich mir die immer manuell hier ranpinnen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich gebe mir Mühe, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Hier, wir schalten einmal zu dem Viertelfinalmatch, wo schon die zweite Partie läuft, zwischen Le Quang Lim, den sehen wir hier, mit den weißen Steinen, hat die erste Partie gewonnen, und Hans Niemann, der sehr, sehr viel Berüchtigkeit erreicht hat in den letzten 2-3 Wochen, seitdem Magnus Carlsen beim Sinkefield Cup seine dritte Partie gegen Niemann verlor, sich dann vom Turnier zurückzog, sagte, ne, ich spiele nicht mehr mit, einen kryptischen Tweet absendete, if I speak, I'm in big trouble. Daraufhin brodelte die Schachdrama-Gerüchteküche und jetzt in diesem Turnier weigerte sich Magnus Carlsen in der Vorrunde gegen Hans Niemann anzutreten, schenkte die Partie ab, qualifizierte sich trotzdem für dieses Viertelfinale, gab gestern ein Interview, wo er ziemlich klar machte, dass er seine Meinung über Niemann, die vom Internet ja bisher nur angenommen wurde, nicht geändert hat, sagte, ja, sehr beeindruckend, wie er spielt, mit einem, ich würde behaupten, sarkastischen Unterton. Und sein Coach Maxim Dlugi, ein älterer US-amerikanischer Großmeister, der sich auf jeden Fall zu Cheaten geäußert hat, weil Ivanov vor langer Zeit und gegen den es gleich auch mal Verdachtsmomente gab, habe gute Arbeit geleistet. Also Carlsen scheint da irgendwas zu wissen, was wir nicht wissen, und scheint auf jeden Fall sehr überzeugt zu sein, dass bei Niemann was faul ist. Niemann hat zugegeben, zweimal online gecheatet zu haben. Und ja, die Diskussion will ich jetzt nicht führen, wie wahrscheinlich es ist, dass dann jemand offline cheatet. Für mich ist immer noch so, dass ich bei der Partie im Sinkefield Cup, die Niemann gewonnen hat gegen Carlsen, keine Anhaltspunkte gesehen habe für Cheaten. Aber es scheint da mehr und mehr zu brodeln. Und der Weltmeister scheint überzeugter denn je zu sein, dass bei Niemann etwas nicht stimmt. Was die Partie angeht, Niemann hat die erste Runde verloren und steht jetzt hier wieder schlecht gegen Le Quang Lim. Also keine ideale Ausgangsposition für ihn. Wenn er die verliert, dann könnte das Match fast schon vorbei sein, bevor es begonnen hat. Und das Traumfinale. Carlsen gegen Niemann, wenn es ein Traumfinale ist, vielleicht würde Carlsen aber nicht antreten, scheint im Moment in sehr, sehr ferner Zukunft sehr, sehr unwahrscheinlich zu sein. Denn sowohl Carlsen hat seine erste Partie verloren, als auch Hans Niemann, der hier schon wieder schlecht steht. Und auch nicht zufrieden guckt, wenn ihr mich fragt. Ich bin kein Experte für Körpersprache. Es gibt jetzt im Internet
Videos, die die Körpersprache von Niemann in seinen Interviews analysieren. Ich weiß nicht, wie fair ich das finde. Der 90-Jährige steht extremst unter Druck von der ganzen Welt beobachtet und dann seine Körpersprache zu ansehen. Ah, er ist nervös, meine Damen und Herren. Weiß ich nicht. Aber mit meinen bescheidenen Körpersprachekenntnissen würde ich sagen, hochzufrieden ist er hier nicht. Was meint ihr? Gasen hat gesagt, er hofft, dass er nach dem Turnier mehr sagen kann. Wir sind gespannt. Man soll die Frisur von Hans analysieren. Ich bin Fan. Wenn ich so volles Haar hätte. Obwohl, ich habe auch Locken. Vielleicht kann ich es einfach machen. Vielleicht muss ich einfach Geduld haben. Scheint mir schon fertig zu sein. Le Quang Lim, der Vietnamese, seit Jahr und Tag in den USA zu Hause dagegen, scheint konzentriert zu sein, ausgeruht und bereit, hier seine Chance zu nutzen. Ist ein absoluter Weltklasse-Mann, gerade im Schnellschach. Und steht hier kurz davor, na kurz davor ist übertrieben, steht deutlich besser, ist auf dem Wege 2-0 in Führung zu gehen gegen Hans Niemann. Bau nach G6. Die Dame will ausweichen. Bau nach F5 liegt in der Luft. Es sieht alles nicht gut aus. Für den US-Amerikaner. Chat, kurzes Stimmungsbild. 1, wir bleiben hier. 2, wir schalten rüber zu Pragnanda Keimer, sobald es da losgeht. Okay, das ist eindeutig. 2, da machen wir das. Hans, niemand will dir zugucken. Ich kann nichts für. Sprang auf 6. Jetzt baue nach G4. Er zieht nicht angenehm aus. Dann gehen wir wieder zu Pragnanda und Keimer. Die beiden scheinen bereit zu sein. Vincent Keimer liegt 1-0 in Führung gegen Pragnanda. Hier so den Score direkt aufs Auge drücken, ist auch nicht nett, ne? Hier so. Und es wäre eine kleine Überraschung, wenn er Pragnanda hier raushaut. Nicht, dass wir Vincent nicht absolut alles zutrauen, aber Pragnanda war einer der dominanten Spieler dieser Champions Chess Tour. Hat Magnus Carlsen, ich weiß nicht wie, auf 3-mal geschlagen. Er war ein überragender Rapid-Spieler. Und dass Vincent Keimer ihn eben im Zeiten- und Handgemenge besiegt hat, war unglaublich beeindruckend. So, weiter geht's hier. Im Blitztempo spielen die beiden die Eröffnung, die sogenannte Semi-Tarrasch-Verteidigung. Interessanterweise auch eine Spezialvariante von Pragnanda mit den schwarzen Steinen. Also sind beides hier Spezialisten. Ist so eine Art Staubsauger-Variante. Es verschwinden viel Figuren vom Brett. Und Schwarz sagt sich, ich habe zwar Raumnachteil, du hast das perfekte Zentrum, aber ich habe genug Platz für meine verbliebenen Figuren. Ich möchte B6 spielen, laufe nach B7.
Und die Praxis hat gezeigt, dass es sehr, sehr schwer ist für Weiß hier einen Vorteil zu erringen. Ist ein sehr zähes System. Ist keine Honigdachs-Variante, das ist eher Leguanisch. Der Score ist nicht perfekt symmetrisch. Ich gebe mir hier wirklich alle Mühe. Ja, eine Remis-Variante. Ja, am Ende des Tages sind natürlich alles Remis-Varianten. Im Schach, alle guten Eröffnungen sollten bei beiderseits bestem Spiel unentschieden ausgehen. Aber ja, Schwarz spielt meistens eher so, wenn er die Partie solide anlegen möchte, wo auch nichts gegen zu sagen ist. Tom05 TT, vielen Dank für den Sub. Treffy sagt, Tikao hat mal gesagt, die Tarrasch-Verteilung ist Trash, a piece of Trash. Ja, das ist aber nicht die Tarrasch-Verteilung, das ist die sogenannte Semi-Tarrasch-Verteilung. Und die ist kein Trash. Es gibt da feine Unterschiede. Das ist nur halb Trash hier. Kulkulus, vielen Dank für den Sub. Das ist nach meinem Kulkulus eine fantastische Neuigkeit. Bau nach D5. Das ist alles Theorie, soweit ich weiß. Jetzt gibt es irgendwie Springer nach C5, Turm hierhin und dann mehrere Möglichkeiten. Aber es kann sehr verwirrend sein, weil Weiß in dieser Show ungefähr 10 Züge hat. Turm nach C1, Turm nach E1, Turm nach D1, Bau nach A4, dies, das und auch jenes. Und häufig ist auch alles die Reaktion ein bisschen unterschiedlich. Also Pragnananda zeigt, wie gut er vorbereitet ist. Das sind einfach Weltklasse-Spieler, die 17-Jährigen heutzutage. Es wird Zeit, dass wir es anerkennen. Die sind absolute Weltklasse. Haben Ideen in der Eröffnung, machen keine krassen Fehler. Sie haben alle schon hunderttausende Partien im Internet gespielt. Ist nicht so, dass sie nicht die Routine hätten in diesen Strukturen. Es ist unglaublich, wie gut die sind. Ich frage, wie viele Grenke-Hemden Keimer hat. Das weiß ich nicht. Kann ich sagen, wie viel ich habe? Ich habe vier. Ich spiele auch für Baden-Baden und da ist es die offizielle Uniform, dass man diese Grenke-Hemden kriegt mit dem Grenke-Logo am Kragen. Ich glaube, ich habe ursprünglich zwei gekriegt, aber dann häufig genug über die Jahre mal eins vergessen oder eins war nicht sauber, dass ich mir dann vor Ort noch eins erschnort habe. Also ich habe vier. Trägst du auch mal privat? Ne, ich habe einmal umgekehrt es gemacht. Ich habe privat natürlich auch viele langweilige weiße oder hellblaue Hemden. Und ich habe einfach zwei meiner privat hellblauen Hemden eingepackt, weil ich dachte, das sind die Grenke-Hemden. Und kam dann mit denen beim Bundesliga-Wochenende an. Und es wär nicht aufgefallen. Ich hätte mir die ganze Zeit hier so die Hand auf den Kragen halten müssen, was anstrengend war. Da habe ich mir noch ein frisches Grenke-Hemd geschnurrt. So, Sperr C5 gespielt von Keimer. Turm F nach E1. Jetzt schlagen und Dame nach D6 ist, glaube ich, Theorie? Fragezeichen. Wer spielt bei euch bei Baden-Baden am Brett 1? Ich weiß gar nicht, wer im Brett 1 gemeldet ist. Caruana? Also spielt eigentlich die gesamte Weltelite außer Magnus Carlsen bei Baden-Baden. Magnus Carlsen war mal da, aber er hatte keinen Bock auf diese Sonntag 10 Uhr morgens Partie. Mal zu früh. Ich bin raus. Ich würde vermuten, vielleicht ist Vichy Anna an 1 gemeldet, wegen Legacy. Aber meist wird nach Elo aufgestellt. Dann wer auch immer gerade die höchste Elo hat. Maxima Scheler-Graf, Caruana, Anish Giri, Aronian. Caruana, dann Aronian, dann Rapport, lese ich. Okay. Was hältst du von Spielen im Fußballtrikot, wie Bayern München das teilweise macht? Ehrlich gesagt, ich hätte am liebsten so einen Trainingsanzug. Also, ich finde Hemden einerseits nicht so bequem zum Schachspielen.
Fußballtrikots, vielleicht sieht ja nicht albern aus, aber vielleicht auch nicht so cool. Jetzt eine Schachmannschaft alle in Fußballtrikots. Ist ja bekannt, dass wir uns nicht unglaublich viel bewegen. Ich hätte gern so, ja, keine Ahnung, ein Hoodie oder einfach so ein Trainingsanzug. So im alten, so, keine Ahnung, was, wie ist denn die früher? Ulsport. Einfach so einen schönen Gränke-Trainingsanzug hätte ich gern. Damen F6 wurde gespielt. Damen E3. Sammy GG sagt, gibt es keinen Dresscode im Schach. Mal so. Also es kommt sehr auf das Turnier an. Bei den Superturnieren steht meist irgendwas im Vertrag, dass die Spieler Hemd und Sakko tragen sollen. Das wäre ja auch völlig in Ordnung. Aber bei Mannschaftsturnieren, ich glaube, es steht sogar in der Bundesliga-Spielordnung, dass die Spieler irgendwie einheitlich gekleidet sein sollen, also als Mannschaft zu erkennen. Und da, ja, wie gesagt, Präferenzen sind verschieden. Ich finde so Hemd und Sakko auch okay. Aber wenn ihr meine Meinung wissen wollt, ich hätte am liebsten einen Trainingsanzug. Kann ja auch stylisch sein. Aber würde ich am besten finden. So, Dame E3, es geht los hier. Und ich lese, Magnus steht schon auf Gewinn. Mit Schwarz nach 10 Zügen? Tatsächlich. Wie hat das gemacht? Okay, da müssen wir kurz rüberschalten, Chat. Sorry, wir kehren hier zurück zu den beiden 17-Jährigen. Aber das müssen wir uns kurz angucken. Wir sehen Weltmeister in Schwarz und Levon Aronian hier vor der Steinwand. Also nicht der Schacheröffnung Stonewall, sondern literally der Steinwand. Und Kasa hat die erste Partie verloren. Er scheint hier tatsächlich sehr schnell auf der Gewinn-Siegerschaft zu sein. Spielt Tarasch, die sogenannte Treasure-Öffnung. Läufer G5, Läufer E6, das ist hier der letzte Schrei. Und das ist nicht so leicht. Läufer F6, eine Möglichkeit. D-Stich C5 hat Kasa selber gespielt. Das ist der Zug, der mir am besten gefallen hat. Laufstelle F6, Damenstelle F6, Bonner E4, das ist Theorie. Aber das ist, soweit ich weiß, okay für Schwarz. D schlicht E, Springer schlicht E4, Dame nach F4. Und Springer schlicht C5, ein ernster Fehler von Aronian. Vielleicht was verwechselt. Läufer B5, scheiße hier nochmal. Es geht weiter, er spielt Springer schlicht C5, Laufstelle C5, D schlicht C, Springer C6. Jetzt steht Schwarz schon ein bisschen angenehmer, zwar ein Bauern weniger. Aber das Damenschach liegt in der Luft, Turm nach D8 liegt in der Luft. Schon eine unangenehme Stellung, er spielt Läufer nach D3. Und nach langer Rochade scheint der Drop schon gelutscht zu sein, wenn wir Bodo Balkner vertrauen dürfen. Magnus hatte nicht viel Zeit, sich vorzubereiten, musste hier viele, viele Stunden an seinem Out-of-Bad-Look mit den Haaren arbeiten. Deshalb erste Partie ein bisschen daneben, aber jetzt scheint er absolut im Spiel zu sein. Und kann hier mit Sprenger nach B4 Figur gewinnen, wenn ich es richtig sehe. Magnus, siehst du das genauso? Ihr seht, Computer sagt, die Stellung ist vollkommen hoffnungslos für Weiß. Ich denke, das hier wird die Idee sein. Den angreifen, wenn Weiß versucht, den zu verteidigen. Können wir schlagen. Und jetzt hier, nee, sorry, nicht dahin, wobei auch das gut genug ist, aber hier auf die Fesselung. Weiß kann sich nicht retten. Akase überlegt, das wird er mit Sicherheit gesehen haben. Aber ich vermute, nach Springer B4 überlegt er, ob Dame A4 hier nervt, um sich diesen Bauern noch zu schnappen und aber eine cleanere Lösung hat. Läufer nach C4, Läufer nach G4. Was hiermit? Ah, das ist ein Fehler. Uff, Chat, Schachaufgabe, warum ist das ein Fehler? Weiß nicht, ob ich das sehen würde. Sehr schöne Geometrie.
Der gefragt, wo Arjan wohnt. Er ist vor kurzem in die USA gezogen, der Armenier. Wohnt in St. Louis, wie so viele Schachspieler. Soll sehr schön sein. Und auch Rex Sinkefield, der vielleicht größte Mäzen des Schachs, wohnt da. Okay, Schachaufgabe ist zu schwer für Chat. Ich sag's euch. Die Lösung ist Dame nach C1. Biete den Damentausch an. Und auf den ersten Blick würde man ja meinen, ich kann hier schlagen und dann im nächsten Zug den Läufer schlagen und eine Figur mehr. Aber jetzt kommt die Pointe. Dieser Läufer geht weg mit Schachgebot. Die Dame hat das Feld verlassen, deshalb kann der Läufer jetzt weggehen, den König angreifen. Schachgebot muss bedient werden. Der König muss weg. Und jetzt kann Weiß auch noch diesen Turm retten, der vom Läufer angegriffen ist, hier zurückschlagen. Und wie von Zauberhand hätte er sein Material behalten. Also das ist ziemlich tricky. Das kann auch ein Weltmeister mal übersehen. Aber ich vermute, er wird es sehen. Wenn der Springer nach B4 spielt oder Lauf nach G4, dann stellt gut das hier, was sehr, sehr nahe liegt, wäre ein grober Fehler wegen Dame nach C1. Uff. Magnus überlegt, spielt Springer nach B4 und ja, Aronian muss Dame A4, Dame steht A7 versuchen. Aber Carlsen wird in der Zwischenzeit das alles berechnet haben. So geschieht es, Springer nach B4, Dame nach A4, Springer schlägt D3, verteidigt gleichzeitig seine Dame. Dame schlägt hier, Weiß hat eine Figur weniger, versucht noch den schwarzen König zu nerven. Aber Magnus hat alles überlegt, Läufer nach D5, überdeckt den Bauern. Und Carlsen wird diese Partie gewinnen. Damit sofort den Ausgleich schießen mit Schwarz zu gewinnen, ist super schwer. Gerade gegen einen Weltklassemann wie Levon. Und dass er den Punkt hier so auf dem Silbertablett serviert kriegt, damit wäre er selber nicht gerechnet. Alles klar, Chat interessiert sich nicht für den Schachweltmeister. Chat sagt, gebt uns Vinny. Alles klar. Wir kehren langsam wieder zurück. Kein Stress. Nebroth16, vielen Dank für den Sub. Chat, wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch und unterstützt mehr kostenfrei diesen kleinen Kanal. Super Support hier die Tage. Wir müssen natürlich hauptsächlich bei Vincent Keimer, aber auch bei Magnus Carlsen und der ganzen Schachdrama-Situation bedanken. Viele Zuschauer, viele Subs hier die Tage. Das ist sehr nett, motiviert auch mich hier im Twitch-Game. Mich bisher anzustrengen. Vielen, vielen Dank. Meliton, danke dir. Scarf Time, vielen Dank für den Sub. Changlong Li, danke auch dir für den Sub. Danke für den Sub, danke für den Sub. Zuschauer-Chat, wir brauchen den Hype-Train, wir brauchen den Hype-Train für neue Rekorde hier. Aber vielen, vielen Dank. Sind wir nicht gewohnt. Wie steht's bei Vincent Keimer? Es ist nicht so viel passiert seit unseres kleinen Ausflugs hier. Springer C5, Turm nach E1, Dame nach F6, typischer Zug für diese Strukturen. Sieht auf den ersten Blick aus wie Quatsch, weil es ja Bauer nach E5 provoziert. Aber nach Dame G6 zeigt sich, dass dieser Bauer nicht weiter vor kann, weil er hier geschlagen werden würde. Also Bauer nach E5 wäre ein Fehler, aber beide Spieler sind Spezialisten für diese Weihen. Das wissen sie natürlich. KCL, vielen Dank für den Sub. Eume 1604, danke auch dir. Keimer spielt Bauer nach E5, das ist eine harte Maßnahme. Muss es sein? Es gibt dem Gegner einen gedeckten Freibauern. Also er wurde ja auspräpariert. J, danke für den Sub, von Pragnan da. Vielleicht im Nachhinein war es
keine gute Idee. Pragnandar Spezialvariante. Denn wie gesagt, Pragnandar ist Experte für diese Variante. Spielt regelmäßig mit Schwarz. Gegen Pragnandar zu spielen. Kulkulus, vielen Dank für die 5 Subs. Kulkulus, schmeißt hier eine Runde. Dankeschön. Welche Farbe ist Nummer 2 in Deutschland? Lass mich nicht lügen, vielleicht hat sich was geändert. Matthias Blühbaum würde ich vermuten. Der Europameister hatte zwischendurch 2675, womit er ziemlich klar Nummer 2 war. Zuletzt ein bisschen verloren wieder, aber ich glaube, er ist Nummer 2 in Deutschland. Janistan TV? Bin ich nicht Janistan TV? Habe ich mir selber 3 Euro geschenkt? Ich bin verwehrt. Chevy Chef, vielen Dank für den Sub. Janistan TV, danke mir. Limit 582. Also, mir gefiel Bauer E5 nicht besonders von Keimer, denn es gibt dem Gegner einen gedeckten Freibauern, nennt sich das. Dieser Bauer kann jetzt nicht mehr von feindlichen Bauern aufgehalten werden und er ist verteidigt von dem Kollegen. Also sowas geht, wenn man den Springer hier überführt kriegt und den Läufer aktiviert, aber das ist ein relativ weiter Weg und ich glaube, die Störung ist schlecht. Ich bin natürlich zu dieser weisen Einsicht gekommen, weil Balken das auch sagt. Aber auch der Eye-Test bestätigt das. Dame nach G6, versucht Springer C4 zu parieren. Aber weiß, kann einfach F3 spielen, einen Springer hier hinstellen. Das ist eine unangenehme Störung, jetzt war schiefgelaufen. Für Vincent Keimer. Didactylos, vielen Dank für den Sub. Das Geldwäsche, 3 Euro durch Twitch gewaschen. Ich bin echt verwirrt. Bin ich nicht Janistan TV? Ich bin sehr verwirrt. Man kann ja jeden Namen eingeben. Ah, alles klar, logisch, da beim Donaten kann man jeden Namen eingeben. Das ist ja nicht Twitch. Ah, verstehe. Okay. Dusek sagt, Jan, wie kann ich dir mit Prime einen Free Sub zuschieben? Dazu haben wir bestimmt einen Link. Prime mit Twitch verknüpfen. Auf Abonnieren klicken. 1080 Subs, aber sind immer 900. Janistan TV. Wahrscheinlich ist das so. Läufer nach F3 gespielt. Überdeckt diesen Bauern. Stell den Läufer ein bisschen komisch. Ah ja, Keimer steht hier schlechter. Er kann Läufer nach A6 probieren, um hier rein zu jumpen. Aber das Problem ist, es sind alles so kurzfristige Maßnahmen. Langfristig ist dieser Bauer auf D5 der dominante Faktor in der Stellung. Ja, er spielt Läufer A6. Ah nee, die Stellung ist schlecht. Eieiei. Turm nach C3 sieht sehr unangenehm aus. Also ist noch nichts Entscheidendes passiert, aber es ist deutlich leichter für Weiß zu spielen. Schwarz wird hier viel Zeit verbrauchen und die Figuren stehen sich ein bisschen auf den Füßen. Also Turm C3, man würde gerne Springer B7 spielen und hier nach D6, Weiß kann dann tauschen und hier mit der Dame rüber kommt der Springer da nicht an, weil der Läufer hängt. Und Pragnandar spielt sofort Dame hier rüber nach A3. Wahrscheinlich auch ein guter Zug. Es ist unangenehm. Blubber 1, vielen Dank für den Sub. Ist ja Subtemper, so sieht's aus. Dankeschön. MC Pro Skiller, danke auch dir für den Sub. Hype Train, Alter, wo bist du? Wir haben doch hier ordentlich Subs reingekriegt. Was war los? Waldo87s Frau hat mich Nuschelbacke genannt. Ich finde mal interessant, dass Leute Beleidigungsstories von ihren Frauen an mich weitergeben, statt selber zu sagen, hier, Nuschelbacke, Dicker. Ne, Frau war's. Ganz liebe Grüße an deine Frau, Waldo 87. Suspicious Hedgehog, vielen Dank für den Sub.
So soon. Seit Abend führt Kramer, Kramer 1-0. Ja, ich versuche das hier optisch darzustellen mit dem 1 und der 0. Aber es sieht nicht gut aus, diese Partie. Das 1-1 droht. Coole Entchen, vielen Dank für den Sub. Hype Train ist deutsche Bahnmäßig unterwegs. Meine Damen und Herren, wegen Passagieren auf der Fahrbahn verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit. Wir danken für Ihr Verständnis. Sehr geehrte Damen und Herren, wegen einer Signalstörung auf der Strecke Hamburg-Lübeck verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit. Wir melden uns, wenn wir nähere Informationen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, der nächste Zug Richtung Hamburg Hauptbahnhof fällt wegen kurzfristigen Personalmangels leider aus. Das sind nur die letzten 2 Tage. Tierpark Theo, 20 Euro. Vielen Dank, vielen Dank. Danke für die tolle Unterhaltung den letzten Abend und die noch kommenden. Macht einen Riesenspaß. Dankeschön, Dankeschön. Das ist sehr, sehr nett. Hashtag Keimer, sonst keiner. Ey, wir müssen Vinny hier heute ins Halbfinale schreien. Es sieht gut aus, er führt 1-0. Aber in dieser Partie steht er hinten drin. Und wir sehen ja auch Pragnanan da. Wird demnächst im Monitor versinken. Er wird sich da so reinnicken und irgendwann wird der Monitor natürlich brechen. Und wenn du erstmal im Monitor drin bist, dann wärst du natürlich eine ganz andere Dimension von Schachspieler. Also es ist eine gefährliche Situation für Vincent hier. Die Zeit läuft, er steht schlechter, man hat auch keine guten Lösungen, du denkst dann länger nach. Es sieht nicht gut aus in dieser Partie, was soll ich euch sagen. Aber wir hoffen das Beste. Was kann er machen, ey? Wenn er Läufer wegzieht, kann man dann den Bauern wegnehmen? Nee, ja, das könnte er probieren. Läufer weg. Und jetzt Grundlinienpechtrick. Springer schlägt E4. Und auf Turm schlägt C8. Turm schlägt C8. Springer schlägt E4. Turm C1 Schach. Und Grundlinienpech. Also Läufer B5 gespielt, sehr stark. Keimer stellt die Falle, stellt die grundlegende Falle. Ich glaube nicht, dass Pragnanan darauf reinfallen wird. Aber trotzdem, man muss erstmal auf die Falle kommen. Man muss die Falle erstmal auslegen, sonst kann der Gegner nicht reinfallen. Come on, Pragnanan da. Gönn dir. Lecker Bauer. Schlag doch, schlag doch. Hat er bestimmt übersehen. Ungedeckt. Nam, 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 nam. Ich muss den Bauern vielleicht auffälliger markieren. Ich glaube, das wird er nicht machen. Ich glaube, das wird er durchschauen. Oh no, my Pawn. Ich hoffe, Vincent hat hier kurz Mikro angemacht und oh no, my Pawn gerufen. Neox 01 sagt, wieso spielt Vincent gleich zweimal mit Schwarz und nicht abwechselnd Schwarz und Weiß? Wie kommst du auf diese These? Also er hat die erste Partie Weiß, zweite Partie Schwarz, dritte Partie wieder Weiß, vierte Partie Schwarz. Also schon ziemlich abwechselnd. Jetzt schlag den Bauern. Er hat's gesehen, er spielt Bauer nach H3. Zu gut. Und Vincent rettet seinen Bauern, Bauern nach A6. Aber die Falle hat nicht geklappt. Achso, hier mal wegen der Punktedarstellung. Ne, die soll nur anzeigen hier, dass der Spieler, der im Moment schwarz hat, 1-0 in Führung liegt. Ich könnte das auch
so machen, wäre nur falsch dann. Wisst ihr, wie ich meine? Wo war Gondor, als die Falle gescheitert ist? Korrekte Frage. Schon Denethor wieder gesagt. Wir bleiben schön hier. Die weiße Stadt darf nicht verlassen werden. Denethor, Alter. So, die Kamerasteuerung ist unangenehm. Das Ding ist halt, auch wenn er seine Figuren halbwegs stabilisiert hat, der D-Bauer ist die bestimmende Macht in dieser Stellung. Und Schwarz kriegt den nicht wirklich unterminiert. Er wird es nicht schaffen, den zu blockieren mit dem Springer Hirn. Mögt ihr so gelbe Pfeile? Und Bauer F5, der einzige Quell von Gegenspiel, schwächt den eigenen König mehr als den gegnerischen. Und das ist sehr unangenehm, wenn man keinen wirklich konstruktiven Plan hat. Das kostet Zeit und du musst dann gucken, wo droht der Gegner durchzubrechen. Also es ist keine gute Situation für Vincent. Trotzdem, wenn er jetzt schnell spielt und Pragnan da sagt, okay, ich weiß, ich stehe schlechter, aber du musst mir erstmal umhauen. Ich werde den Ball nicht für dich ins Tor tragen. Dann ist ja noch alles drin. Läufer E2. Vielleicht schon ein bisschen ein Zugeständnis. Jetzt können wir die Läufer tauschen. Dann F5 spielen. Die Lage ist nicht mehr so klar. Nimm weg. Schlag den Läufer. Spiel F5. Du Sieg, vielen Dank für deine Mühen. Bist du am Telefon? Am Telefon funktioniert es nicht. Am PC, im Browser funktioniert es. Aber trotzdem, so oder so. Danke dir für deine Mühen. Kersi715, vielen Dank für den Sub. 4 Monate schon am Start. Danke, Kersi. Tassilo ist tot, Chat. Tassilo 2 lebt. Aber er wird Tassilo nie ersetzen können. So, Keimer tauscht die Läufer. Ich glaube, er sollte jetzt F5 spielen. Man macht es nicht gerne, es macht den König auf. Aber er braucht ein bisschen Gegenspiel. Er kann nicht einfach abwarten, bis das Pferd hier ankommt. Jawohl, F5 gespielt. Er ist so stark. Also ich bin nicht so stark. Ich habe Engine am Laufen. Und kombiniere das natürlich mit meinen großmeisterlichen Instinkten. Aber, wie gesagt, richtig gemerkt, wie stark Keimer ist, habe ich, als ich in Indien bei Schacholympia war, letzten Monat. Bundestrainer war und immer neben dem Brett von Keimer saß und ohne Engine halt versucht hat mitzudenken. Und da merke ich die ganze Zeit, krass, was er wieder gesehen hat, wo ich nicht dran gedacht hätte, wie stark Vincent Keimer schon ist. Und er ist ja 17. Also, ich bin wirklich beeindruckt. Und auch diese Stellung. Eröffnung lief schief, aber er bricht nicht zusammen. Stellt Fallen, verteilt sich maximal C. Es ist alles. Hat alles Hand und Fuß. Was soll man sagen? Ich habe 2638 Elo-Chat. Konrad, die Frage, was traust du Keimer zu bezüglich Weltspitze? Keine Ahnung, es gibt im Moment wahnsinnig viele, wahnsinnig starke, junge, talentierte Spieler. Es gibt eine Gruppe, denke ich, die absolut die Leader dieser neuen Generation sind. Dazu gehören Alireza, Erik Gaisi und Gukesh auf jeden Fall, Abdusatorov, der Schnellschachweltmeister. Und auch die beiden Herren, die wir hier im Bild sehen. Also er gehört dazu, ist so eine Gruppe von 7, 8 Youngstern, die alle das Potenzial haben, absolute Weltklasse zu werden. Und ich glaube, Keimer hat bewiesen in der Zeit, dass er absolut in diese Gruppe dazugehört. Danach ist es Kaffeesatzleserei zu sagen, der wird Nummer 3 der Welt, der hat nur das Potenzial für Nummer 5. Ist gleich alles Quatsch. Die motivieren sich gegenseitig, arbeiten alle hart, alle wahnsinnig begabt. Und ja, was Keimer für ein Schachgefühl hat, der ja, muss man dazu sagen, in Deutschland ist ja ein bisschen anders. Er hat gerade sein Abi gemacht, zur Schule gegangen ist, während Pragnan da seit er 11 ist, die Turnierszene Europas und der Welt bereist.
Also, ich bin absolut beeindruckt von Vincent, ob und wie weit es geht, hier zuverlässig zu prognostizieren, ist Nonsens. Ich kann sagen, dass es ein sehr, sehr starker Schachspieler ist im Alter von 17 Jahren. Das kann ich einschätzen. Sprenger F3 gespielt. Chat macht sich Sorgen um Pragnanas Schulabschluss. Macht euch um Pragnanas da keine Sorgen. Der hat schon einen Job bei der Indian Oil Company, wenn es mit Schach nicht so läuft. Kein Spaß. Dame F6. Welche Frage, wie steht es? 1 zu 1? Ne, 0 zu 1 steht es. Könnt ihr da sehen. Und Keimer hält hier dagegen. Pawn F5 gut gespielt. Sprenger F3. Sprenger F3 ist ein kleines Zugeständnis. Er will die Dame natürlich verscheuchen von dieser aktiven Position, aber der Springer gibt damit die Hoffnung auf dieses schönere Feld springen zu können. Dame nach F6 geht weg. Die Stellung ist nicht mehr klar. Also Keimer hat hier nach schlechter Eröffnung absolut den Laden zusammengehalten. In Indien ist es Usus, dass die, ich weiß nicht, ob alle Sportler, aber die Schachspieler bei großen staatlichen Unternehmen angestellt werden, sich dann auf ihr Spielen konzentrieren können, sodass die Schachspieler ein bisschen Absicherung haben und wenn sie irgendwann nicht mehr so aktiv sind, dass sie dann einen Job haben, zu dem sie gehen können. Chat, ich weiß nicht, ob Pragnan da entscheiden konnte, ob er zur Oil Company oder zur, keine Ahnung. Telekom Company geht. Aber das System ist für Schachspieler natürlich nicht schlecht. Dame nach C3 gespielt. Springer schlägt E4, könnte man jetzt andenken. Ich vermute, es ist schlecht. Schlägt, schlägt und die zwei Türme sind hier wahrscheinlich zu mächtig. Er macht Sarumons und Saurons. Deshalb soll er nicht Springer schlägt E4 spielen, aber er kann F schlägt E4 spielen. Springer schlägt E5 und jetzt muss er rechnen, ob hier irgendwelche Tricks gehen. Aber auch wenn keine Tricks gehen, so, jetzt wäre dieser Bauer auf einmal isoliert, kein gedeckter Freibau mehr. Keimer ist absolut im Spiel. Agrognom, vielen Dank für den Sub. Jake muss ganz schnell auf Toilette und mir einen neuen Kaffee holen. Ich bin sofort wieder da. Die Partie natürlich am Laufen. Bin sofort wieder am Start.
Das sind wir wieder, meine Damen und Herren. Was haben wir verpasst? Dame nach C3 gespielt und es ging. Es ist einiges passiert. F schlägt E4. Springer schlägt E5 und Springer D3 von Keimer. Er geht in den Infight. Ich hatte gesehen, dass der Computer das anzeigt. Ich habe es nicht ganz verstanden, das habe ich eben noch nicht gesagt. Aber die Idee scheint zu sein, auf Dame schlägt C8 jetzt nicht zurückzuschlagen. Denn dann käme das Schach mit dem Turm und der König kann nicht weg, weiß gewinnt. Sondern jetzt den Springer zu schlagen und damit die Dame anzugreifen und gleichzeitig diesen Turm anzugreifen. Und wenn die Dame weggeht, dann kann er den Turm schlagen und danach diesen Bauern hier schlagen. Aber in dieser Stellung hier, nach Dame steht E5, hier sehen wir, was für Weltklasse-Leute das sind, spielt Pragnan da Bauer nach D6. Sagt hier, schlag doch meine Dame. Wenn du meine Dame schlägst, schlage ich zurück und hol mir eine neue Dame. Bauer nach D6 ist ein unglaublich starker Zug. Bereitet auch Dame nach C4 Schach vor. Aber Keimer lässt sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Schlägt den Springer. Springer schlägt C1. Die Dame schlägt. Er schnappt sich diesen Bauern. Und jetzt sehen wir die Idee von Bauer nach D6, dass die Dame jetzt nicht hier geschlagen hat und deshalb der Turm diesen Bauern schlagen konnte. Ich weiß nicht, ob ich es zu schnell erklärt habe. Es ist hochkomplizierter Schissel. Es ist unglaublich hohes Niveau von beiden. Aber die gute Neuigkeit aus deutscher, aus Keimer Sicht ist, er steht hier nicht mehr schlechter. Er hat ausgeglichen. Und er sollte das normalerweise nicht verlieren. Jetzt sind gleich viele Bauern. Die Stellung ist noch relativ kompliziert. Es ist ein sogenanntes Schwerfigurenendspiel. Beide Seiten haben nur noch Damen und Türme. Und der schwarze König ist ein bisschen schwächer vielleicht als der weiße. Dafür hat Schwarz hier drüben einen Bauern mehr. Aber es sollte normalerweise unentschieden ausgehen. Und das wäre natürlich mit der Führung im Rücken ein guter Ausgang. Also absolut beeindruckend, wie Keimer den Laden hier zusammengehalten hat. Zeit ist wie üblich relativ knapp, aber die Stellung ist nicht mehr so schwer zu spielen. Crocs, vielen Dank für den Prime-Sub, ebenso wie Rudolf Caracciola. Danke euch. Vielen Dank für den ganzen Support-Chat hier. Wir tun alles, um Keimer zu supporten. Wir schreien ihn hier ins Halbfinale. Bauer nach A3 gespielt, Dame nach F6. Das sollte er nicht verlieren. Der Turm kann nicht wirklich weg, klebt an den Bauern hier. Und bei Zeiten kann er hier drüben vorgehen. Das hält er. Kann er versuchen abzutauschen. Er kann alles tauschen. Er kann Turmpaar tauschen. Er kann die Damen tauschen. Alle Endspiele, die verblieben wären, wären okay für ihn. Ich glaube, Pragnan David versucht, Figuren auf dem Brett zu behalten. Einerseits wegen des Standes muss er versuchen zu gewinnen, weil er 0-1 hinten liegt. Andererseits, weil nur mit Figuren auf dem Brett dieser etwas geschwächte schwarze König eine Rolle spielen könnte. Aber die Störung ist nicht gefährlich. Er sollte A5 spielen. Hier war der Platz gewinnen. Und das soll er packen. M. Handel, vielen Dank für das Sub. Reines Bauernspiel wäre gewonnen für ihn wahrscheinlich, aber dazu wird es nicht kommen. Und Pragnan darf er nichts ein. Er wartet ab. Keimer wäre auch mit Remis einverstanden, natürlich. Aber Pragnan da weicht ab mit Bauer nach A4. Kann man da abwarten. König H8. Und sagen, hier, mach du mal. Er tauscht auch in Ordnung. Und chillt weiterhin. Wie gesagt, die Bauernanzahl ist gleich mit 3 gegen 3. Sollte die leichte Schwäche der schwarzen Königin ins Gewicht fallen. Zumal hier, wenn zum Beispiel Damen getauscht werden, selbst wenn Keimer dabei den A-Bauern verliert, so ein Turmenspiel mit nur Türmen und 2 Bauern gegen 3 Bauern ist sehr, sehr leicht Remis. Also, es sollte ihm nicht viel passieren. Er muss trotzdem vorsichtig sein. Wie gesagt, König ist ein bisschen geschwächt. Und Pragnan wird hier nerven, bis nichts mehr geht. Aber normalerweise hält Vincent Keimer den Laden hier zusammen. Und das wäre natürlich ein wichtiger halber Punkt. Würde die Führung in die zweite Hälfte retten. Welche Frage, ob die beiden sich gegenseitig sehen können? Ja, wenn sie wollen. Also wir sind alle, auch ich, in einem Microsoft Teams Call. Ich habe meine Kamera nicht an heute. Ich dachte, ich will, nachdem ich schick gemacht habe, die Spieler nicht zu sehr ablenken mit meinem guten Aussehen. Aber die Spieler haben die Kameras an, wie ihr sehen könnt, und können sich da, genauso wie wir es hier ja machen, auf nach vorne pinnen und dann ihren Gegner die ganze Zeit anstarren.
Limit 582 fragt, was sind die Anforderungen, GM zu werden? Es ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Ich habe schon häufiger drüber gesprochen. In Deutschland ist es das Gängigste, also was bei mir auch, dass du halt als Kind, so im Alter von 5 bis 7 Jahren meistens, in die Wildnis geschickt wirst. Da lernst zu überleben, kämpfst mit wilden Tieren, wohnst in der Höhle, aber wärst halt nebenbei auch in der Kunst des Schachkampfes unterwiesen. Du hast da einen Sensei und der bringt dir halt neben dem Töten von Grizzlybären auch bei, wie man sich am Schachbrett zu wehren weiß. Dann, wenn man die Grundausbildung da gemacht hat, so 3 Jahre sind das meistens, wird man nach Hause geschickt. Da muss man gegen seinen Vater antreten. Und Väter, die ihre Kinder zu so einer Ausbildung schicken, die sind meistens natürlich selber sehr, sehr gute Schachspieler. Und du musst halt dann gegen deinen Vater antreten. Meistens so mit 7, 8, 9, je nachdem, wann du angefangen hast. Und musst gegen deinen Vater gewinnen. Wenn du das schaffst, dann darfst du nach Schachwards. Das ist in Deutschland die bekannteste Schachausbildungsschule. Und da gehst du eigentlich ganz normal zur Schule. Nur, dass neben den üblichen Fächern Deutsch, Englisch, Mathe, Sport, du halt auch Schach auf dem Programm hast. Das macht man so bis 17 normalerweise. Und dann legt man halt seine Abschlussprüfung ab. Also ist im Prinzip wie Abitur, nur mit einem Schachschwerpunkt. Also du wärst da halt Sachen über Eröffnungstheorie gefragt, über Endspiele, über Taktik, musst ein paar Aufgaben lösen. Wärst gefragt, wer war 1962 Schachweltmeister? Ein bisschen Geschichte gehört auch dazu. Und wenn du das bestehst, du brauchst mindestens 10 von 15 Punkten in der Prüfung, ist keineswegs leicht, dann darfst du den Titel Schachgroßmeister führen. Wenn du 7 Punkte hast, 7 bis 10 Punkte, bist du internationaler Meister. 4 bis 7 Punkte, FIDE-Meister. 4 Punkte oder weniger, Candidate-Master. Also so läuft es in Deutschland. Es ist, wie gesagt, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es knapp, aber ich habe die 11 Punkte gemacht damals in der Prüfung und seitdem bin ich Schachgroßmeister. So, was die Störung hier angeht, Keimer lässt hier nichts anbrennen. Er ist in dieses Turmenspiel gegangen und das hatte ich ja schon gesagt, auch mit 3 Bauern gegen 2 ist das relativ elementar. Keimer vertraut hier auch seiner Technik, dass ihm hier nichts passieren sollte. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung so auch getroffen hätte. Ich traue meiner Technik nicht so. Ich hätte wahrscheinlich versucht, es nicht so weit kommen zu lassen. Aber es spricht auch nichts dagegen. Er möchte halt hier nicht rumkaspern und dabei noch irgendeinen taktischen Trick übersehen. Sondern er sagt, hier, Turmenspiel, 3 gegen 2. Ich weiß, wie man das hält. Kannst machen, was du willst, Pragner, und da. Das gewinnst du nicht. Müllersen sagt, das heißt, man kann am Anfang 40 und nicht mehr GM werden. Doch, geht auch. Ja, also es gibt historisch halt kaum Fälle dafür, weil meistens halt die meisten Väter ihre 30-jährigen Söhne jetzt nicht mehr in die Wildnis schicken und die dann da ein paar Jahre rumhängen und dann zurückkommen, um ihren Vater im Schach zu besiegen und dann nach Schachwards gehen. Aber theoretisch geht es. Tuco Leone, vielen Dank für den Sub. Hier sind wir für los. Keimer hält den Laden solide zusammen. Dieses Bau nach H5 ist meist die beste Verteidigungsaufstellung. Bau nach H5 und man bedarf noch G6. Weil wenn die weißen Bauern hier vorkommen wollen, dann tauschen wir sie ab. Und je weniger Bauern da sind, desto leichter ist es, die Störung zu halten. Keimer weiß, was er hier tut. Und ja, G5, der letzte Versuch von Pragnanandar. Aber es sollte ihm nichts bringen. Er plant hier. Er hoffte, er wäre auf Turm B3 Schach, König G4 und jetzt irgendein Dummzug, Turm C3, um dann Turm G7 zu spielen, sich diesen Bauern abzuholen. Aber das wird
wenn die Kay nicht zulassen. Er kann zum Beispiel Turm B6 spielen, passiv, dann auf Turm G7 mit dem König ausweichen. Oder für den Flex. Das wäre der größtmögliche Flex-Chat. In dieser Stellung Turm A6 spielen. Ich weiß nicht, ob ihr den Trick schon mal gesehen habt. Es ist ein sehr schöner Flex. Und dann, oh no, my Rook sagen. Mit den Gefühlen des Gegners spielen. Der Gegner wird Turmstich G6 Schach machen. Zack. Und jetzt sagen wir, okay, gehe ich weg. Gar nichts los, König F5. Und diese Schach ist tatsächlich total Remi. Wenn der Turm geschlagen wird, seine sogenannte Patt-Situation. König kann nirgends hin, wie ihr sehen könnt. Patt, Remi. Und wenn der Turm nicht geschlagen wird, muss der weiße Turm weg. Dann spielen wir Turm A3 Schach, schlagen den Bauern. Auch tot, Remi. Also, es ist wahrscheinlich sehr ratsam, solche Mätzchen zu machen, aber es wäre ein schöner Flex. Tormann spielt Trick, den ihr euch merken könnt. Uno Marok, zack, und Patt. Vincent macht nicht den Flex, sondern den normalen Zug. Turm G7, spielt jetzt nicht Turm A6, sondern König nach D5. Ah, ne, hier. Dann König auf G4, ging es auch nicht mehr, ist eine andere Stellung, sorry. König nach D5 und hält auch so den Laden zusammen. König nach D5. Naja, dieser Trick hier, da muss man schon 7-8 Jahre Schachwarts auf jeden Fall auf dem Buckel haben. Also das wird jetzt nicht hier, keine Ahnung, gleich am Anfang an beigebracht. Zack. Wie lange spielt man sowas aus? Solange man möchte, also es gibt hier keinen Ehrenkodex. Die stärkere Seite kann das so lange versuchen, wie man möchte. Manchmal werden solche Stellungen auch gewonnen. Es gibt da kein richtig oder falsch. Ich denke, Pragnan da, der ja auch im Match hinten liegt, wird hier alles tun, um die Partie noch ein bisschen im Laufen zu halten. Aber Vincent scheint zu wissen, was er hier tut. Und es sollte nichts anbrennen. König nach D5. Wer gefragt, wie man in Dänemark Großmeister wäre, ist genauso wie in Deutschland. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, in Norwegen gibt es so ein Elite-Internat vor den Toren von Oslo, auf das unter anderem hier die norwegischen Stars Magnus Carlsen, Jon Ludvig Hammer gegangen sind, wo auch Schach unterrichtet wird. Ist nicht leicht hinzukommen. Du musst da tatsächlich vom Osloer Hauptbahnhof Jernbanetorget. Frag mich nicht, warum auf Norwegisch der Hauptbahnhof Jernbanetorget heißt, aber so ist es. Auf Gleis 8, 3 Viertel, was natürlich sehr, sehr ungewohnt ist. Und der fährt dich hier zum Top-Sports-Gymnasium. Aber in Dänemark habe ich keine Ahnung, ob es da auch solche Institutionen gibt. Gibt es überhaupt dänische Großmeister? Wüsste jetzt nicht. Turm nach E8. Chat, ihr müsst jetzt nicht die Namen von dänischen Großmeistern nennen. Chat, Alter. Ich habe mich mit vielen Dänen darüber unterhalten. Keiner hat mir was gesagt über eine geheime Schachschule. Und meiner Erfahrung nach sind Dänen sehr, sehr ehrliche Leute. Dänen lügen nicht. Also vielleicht gibt es da einfach nichts. Sören Lerby, stimmt. Keimer verteidigt sich hier grundsolide. Magnus Carlsen hat in der Zwischenzeit gewonnen, sein Match ausgeglichen. Auch Hans Niemann hat gewonnen, sein Match ausgeglichen aus schlechter Position. Und es läuft bei Carlsen gegen Aronian schon die dritte Partie. Wir bleiben hier natürlich bei Pragnan und Keimer, bis sie fertig sind. Und dann gucken wir einmal in die Runde. Wer bietet in so einer Situation eigentlich Remieren? Der Schwarzspieler sollte ja nicht Remieren bieten. Als schwächere Partei bietet man nicht Remieren, auch wenn man weiß, dass die Stellung Remier ist. Es liegt an der stärkeren Seite, wann die ihre Gewinnversuche einstellen möchte.
Als Schwarzspieler kannst du höchstens Remis reklamieren, wenn dreimal die Steuerung wiederholt wird. Ich habe nicht mitgezählt, ob das hier schon der Fall ist. Ich glaube nicht. Aber diese Situation hatten wir schon häufiger. Dass der Turm hier hinging, der König hier hinging. Der Chat sagt schon krass, wie einfach so Rasmus Warne disst. Nein, Rasmus und Frederik Swane sind absolut Produkte der deutschen Schachschule. Also von Schachwords. Die haben dänische Pässe. Aber die haben die deutsche Schachausbildung genossen. Ist ja nicht so, dass man nach Schachwords nur als deutscher Staatsbürger darf. Weil das ist halt die Institution in Deutschland. Und hier die Partie ist Remis. Pragner da stellt seine Gewinnversuche ein. Oder die Steuerung wird zum dritten Mal wiederholt. Eins von beiden. Auf jeden Fall starke, starke Verteidigungsleistung von Vincent Keimer, der damit in Führung bleibt in diesem Match 1,5 zu 1,5. Das war wieder. Die Eröffnung war nicht gut. Er hat Pragnanda Spezialvariante gespielt gegen Pragnanda. Und Pragnanda hatte eine gute Vorbereitung, sodass Keimer leiden musste. Aber die Steuerung hat er dann überragend gehalten, überragend berechnet. Er spielt einfach sehr, sehr stark, Chat. Hut ab, Vincent Keimer behält die Führung hier 1,5 gegen 1,5. Und ja, das Match ist noch keineswegs durch. Eine Partie verlieren und steht wieder ausgeglichen. Aber er hat absolut gute Chancen, Pragnanda, einen der dominanten Spieler in dieser Tour, hier rauszukicken und ins Halbfinale einzuziehen. Was Hammer wäre. Wir schauen ganz kurz auf die Ergebnisse. Und da sehen wir, Magnus Carlsen hat den Ausgleich geschossen. Gegen Levon Aronian steht es 1:1. Die dritte Partie läuft schon. Hans Niemann hat ebenfalls aus schlechter Stellung den Ausgleich geschossen gegen Lee Kuang Lim. Auch da läuft die dritte Partie. Und wir sind dem Albtraumfinale. Carlsen gegen Niemann. Vielleicht wieder einen Schritt näher. Es sah ja zwischendurch so aus, als würde Niemann 2:0 in Rückstand geraten. Carlsen lag 1:0 hinten. Also es gab nicht sehr viele Indikatoren für dieses Finale. Aber jetzt sieht es wieder anders aus. Das bedeutet für Vincent Keimer natürlich auch, im Halbfinale könnte durchaus der Weltmeister lauern. Wir schauen einmal rein in das Match von Levon Aronian gegen Magnus Carlsen. Die dritte Partie läuft. Das ist nicht der Score. Den wollen wir mal ausblenden hier. Kurze Rochade. Ich will mal den Weißspieler, wenn möglich, hier näher am Brett haben. Um euch nicht zu sehr zu verwirren. So, da haben wir die beiden. 1:1 steht es. Und das ist die dritte Partie. Bisschen Freestyle hier von Magnus Carlsen. Das noch nicht. Bau nach C4. Das Damengambit. Benannt nach Beth Harmon. Aber jetzt Dame A4 ist ein sehr seltener Zug. Gängig ist Bau nach E3. Sich den Bau mit dem Läufer zurückzuholen. Aber Dame A4 spielt er. Faustregel ist ja mit gutem Grund, die Dame nicht so früh rausbringen. Aber als Weltmeister darf man ab und zu die Regeln brechen, um den Gegner zu verwehren. Trotzdem, ist keine besonders gute Variante. Dame schlägt C4 und Aronian kontert mit Bau nach E5. Sagt hier, du hast Zeit verschwendet mit der Dame im Zentrum. Konter ich. Schlägt, schlägt. Bau schlägt. Springer nach G4. Schwarzer Bauern weniger, aber Aronian scheiße hier zu kennen. Plant, sich diesen Bauern zurückzuholen. Springer nach C3, Bau nach C6. Die Idee ist, auf Läufer nach F4, Dame nach B6 zu spielen, mit Doppelangriff hier. Carlsen spielt Dame nach E4. Gieriger Zug, deckt den Bauern, plant E3, Läufer E2. Sehr kreative Eröffnung von beiden. Weggefragt, wieso Carlsen kein Selbstbrei benutzt. Wisst ihr das? Also für mich sieht das aus, als sei da einiges reingeflossen in die Haare.
Tamar Fischer hat sich niemand zufällig heute Morgen angeguckt. Ronja meint ja. Kann man auch über Zukunft schauen. Carsten sieht aus, als sei er gerade aus dem Bett gekommen. Ja, ist out of bed look. Das ist härteste Arbeit, das wissen wir alle. Weshalb hat Aronian auf Dame A4 nicht B5 gespielt? Vielleicht kannst du die Frage selber beantworten. Ich stelle die Stellung nochmal aufs Brett. Dame A4. Warum nicht B5? Make a giggles great again. Frage, ob mein Eröffnungswissen auf Super GM Niveau ist. Mal so. Also, ich kann Eröffnungsdateien auf Super GM Niveau erstellen, aber ich bin nicht mehr so aktiv. Also, ich habe nicht in jedem Bereich das Wissen, was ich vielleicht hatte, als ich aktiver war. Aber ich kenne mich schon ganz gut. Ich frage, was das gerade für ein Getränk war. Ich habe keinen Kaffee mehr. Deshalb musste ich vorhin, als ich schon spät dran war für den Stream, zur Tankstelle fahren. Und da habe ich alles aufgekauft, was Kaffee ähnlich war. Aber ich weiß nicht wirklich, ob hier viel Kaffee drin ist in diesem Zeug. Okay, also Levon scheint hier nachzudenken nach Dame nach E4. Wir nutzen die Nachdenkpause, um einmal ganz kurz zu rekapitulieren, wie Hans Niemann seine Steuerung hier noch so gedreht hat. Er stand ja schlecht, das hat man gesehen. Aus der Öffnung. Bau nach G4, Bau nach F5. Sieht immer noch gut aus. Und hier nach F schlägt G, sagt Computer schon. Der Drops ist nicht mehr genießbar. Der Punkt ist H schlägt G. Also Computer meinte, Läufer schlägt E4. Läufer schlägt E4 und Springer schlägt F7. Die Dame ist angegriffen und es droht Dame nach H8 Schachmatt. Das kriegst du nicht pariert. Die Dame hier hingeht. Hat sie weggenommen. Aber Le Quang tauscht und Dana ist die Chance schon nicht mehr klar. Also verpasst sie einfach die Chance. Jetzt entbrandet ein komplizierter Kampf, aber es scheint so, als hätte Schwarz hier mit dem Läufer schon alles im Griff. Niemand steht schon deutlich besser jetzt und gewinnt die Partie. Dame nach A8, der einzige Zug. C3. Ja, schaut aus der Eröffnung aus Verlust, aber danach hat er das Ruder noch rumgerissen. Also auch 1:1 bei Hans Niemann. Bei Carsten kam ein paar Züge. Läufer nach C5, Bonner E3, Dame nach E7, Levon Aronian. Der Mann aus Armenien, der seit, ich glaube, einem guten Jahr, vielleicht ein Tick mehr, in St. Louis, in den Vereinigten Staaten lebt, auch die Vereinigten Staaten von Amerika, jetzt repräsentiert, zusammen mit Fabiano Caruana, Wesley So, Lenier Dominguez, eine Art All-Star-Team bildete, eine Weltauswahl, die aber bei der letzten Schacholympiade trotzdem nicht das Gold holen konnte oder für die USA. Sie schnitten deutlich unter Erwartung ab und die jungen Mannschaften stahlen ihnen die Show. Trotzdem auf dem Papier die USA mit Fabiano Caruana, der in den USA geboren ist, zwischendurch für Italien gespielt hat, mit Wesley So von den Philippinen, aber schon seit langer, langer Zeit. Stimmt das von den Philippinen? Ich glaube ja. Oder ist er aus Indonesien? Ich will keinen Ärger kriegen, manchmal verwechsel ich. Ich glaube Philippinen. Aber schon seit langer Zeit in den USA lebt, studiert.
Levon Aronian, der mit Armenien 3 Goldmedaillen gewonnen hat bei Schacholympiaden, aber jetzt seit einem Jahr in den USA ist. Und Lenier Dominguez, der jahrzehntelang die kubanische Nummer 1 war, aber ebenfalls jetzt für die USA antritt. Haben die USA mit Abstand die stärkste Mannschaft, aber sie konnten die Schachampere nicht gewinnen. Vielleicht, wenn Hans Niemann in die Mannschaft kommt. Jürgen Maxer, wenn zwei gleiche Engines gegeneinander spielen, gewinnt er immer weiß. Nee, unentschieden. So, es ging hier weiter mit Bauer nach F4. Sehr ambitioniert von Magnus Carlsen. Versucht, den Bauern zu behalten, seinen Mehrbauern. Schwächt dabei ein bisschen seinen König. Kurze Rochade. Laufen nach E2. Er hätte auch Laufer D3 spielen können hier. Schachmatron. Da will er nicht. Spiel auf einer E2. Auf einer B6. Sieht ein bisschen langsam aus. Aronian hat hier den Faden verloren. Bauer nach F5. Was ist jetzt los? Kann Weiß hier schlagen? Na, dann kommt Dame steht E4 und Springer steht E3. Ja? Das ist vielleicht nicht so klar. Ja. Carlsen nimmt deshalb nicht weg. En passant, Chat, wer es nicht kennt. Ist magisch, aber war ja keine gute Idee. Sondern Carlsen geht einfach weg, behauptet sein Mehrbauern. Und ist nicht klar, was Aronian hier dafür hat. Bauer nach H3, Springer H6, Läufer nach D2. Magnus Carlsen mit Bauern mehr. Und nachdem er die erste Partie verloren hat und es nicht gut aussah für ihn, gewinnt er die zweite Partie und scheint jetzt hier schon wieder auf der Siegerstraße zu sein. Boah, nach G5 von Aronian versucht das Geschehen hier weiter zu komplizieren. Aber er hat einfach einen Bauern weniger und eine schlechte Stellung. Dame nach G3 würde diesen Bauern fesseln. Soll heißen, der könnte dann nicht wegziehen, weil zack, der König weg wäre. Aber es ist eine verzweifelte Situation für Aronian. Er muss irgendwie die Lage komplizieren. Normalerweise sollte Magnus Carlsen sich das hier nicht mehr nehmen lassen. Würde damit 2-1 in Führung gehen. Und nachdem es so gut begonnen hat für Levon, könnte das Turnier dann ganz schnell für ihn zu Ende sein. Wir schauen einmal auf den Baum. Da sehen wir nämlich einerseits, wie es steht, andererseits aber auch, wer auf wen treffen könnte in diesem keineswegs fallischen Grafiken. Chat, wenn ihr da was anderes erkennt, weiß ich nicht, was ich euch sagen soll. Magnus Carlsen gegen Levon Aronian. Der Gewinner zieht in das erste Halbfinale ein und trifft dort auf den Gewinner von Vincent Keimer und Pragnananda. Also im Moment, Aronian droht mit 1-2 ins Hintertreffen zu geraten. So, da heißt ein Carlsen der Favorit hier. Keimer führt. Es ist absolut nicht ausgeschlossen. Wir wollen es nicht jinxen, dass Vincent Keimer auf den Weltmeister treffen könnte im Halbfinale. Im anderen Bracket Hans Niemann gegen Lee Kuang Lim und Eric Aissi gegen Christopher Yu. Beides 1-1 ausgeglichen. Favoriten sollten sein Eric Aissi und Lee Kuang. Aber es scheint den Leuten schwer zu fallen im Moment gegen Hans Niemann zu spielen. Und auch Christopher Yu, der 15-Jährige, hält hier unglaublich stark mit diesem Feld. Also es bleibt alles eng. Onkel Toti, vielen Dank für den Sub, Dankeschön. So, wir bleiben hier bei Carlsen gegen Aronian, bis die neue Partie Keimer gegen Pragnananda losgeht. Es wird sich hier nicht an einen festen Stundenplan gehalten, sondern alle 10 Minuten ungefähr geht es weiter, nachdem die letzte Partie beendet ist. Und ich sehe, Pragnananda und Keimer sind wieder da.
Dann schalten wir dahin langsam wieder um. Chat, das in eurem Sinne, oder? Katage 92, danke für den Sub. Da haben wir die beiden und weiter geht's. Vincent Keimer mit den weißen Steinen liegt 1,5 zu 1,5 in Führung gegen Pragnananda, den indischen Youngster, der im Schnellschach absolute Weltklasse ist. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, gerade in diesem Format. Deshalb Hut ab, was für ein Match Vincent Keimer bisher hier geliefert hat. Die Führung übernommen und es wird dieselbe Variante diskutiert wie in der ersten Partie. Diesmal eine Abweichung von Pragnananda. Schnappt sich hier diesen Springer, bevor der Springer weiterspringen kann. What the Robot doing? Vielen Dank für den Prime Sub. Chat, wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch. Und ihr könnt damit mehr kostenfrei diesen kleinen Schachkanal unterstützen. In Amazon Prime ist ein Twitch Sub mit drin. Wie es hier What the Robot Doing gemacht hat. Vielen, vielen Dank, What the Robot Doing. Wir haben noch immer noch keinen Hype-Train gehabt heute, ne? Ich weiß nicht, wo er bleibt. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für den Support. Es sind besondere Tage hier. Ich weiß sehr zu schätzen. So, Läufer F3. Eine interessante strategische Entscheidung. Gibt sofort seinen Läufer her, um halt nicht wieder mit diesem Springer sich rumschlagen zu müssen. Wenn er 1 so wartet, dann kommt Springer BD2 und der Springer kann ihn zurückschlagen. Deshalb nimmt er sofort. Die haben natürlich alle Coaches, Helfer, Sekundanten, die ein paar Tipps geben zwischen den Partien. Und Pragnananda wird sich diese Variante natürlich angeschaut haben zwischendurch. Schön gespielt. Gravity, vielen Dank für den Sub. QRVTTY. Booker R, danke auch dir für den Sub. Corner Water sagt, wird es dieses Jahr noch ein von dir moderiertes Zugzwang-Turnier geben? Kann, darfst du was dazu sagen? Ich habe mich vorhin bei Krane angebiedert. Er klang nicht sehr interessiert. Er hat gesagt, ich habe keinerlei Zeit für deinen Schachquatsch. Das waren seine Worte. Also ich habe wirklich die große Charmoffensive gemacht. Nichts. Nichts. Hat Fabian Krane ein Herz? Können wir uns da fragen? Das sollen andere Worte. Der Zarathustra. Vielen Dank für den Sub. So, hier interessanter Verlauf. Springer nach D2, Läufer nach D6. Und Keimer spielt Läufer nach E3. Ich muss überlegen, ob ich den Zug mag oder nicht. Sieht erstmal sehr komisch aus. Er behält das Läuferpaar, aber stellt den Läufer sehr passiv hier. Ich weiß noch nicht, ob ich Fan bin. Ich würde mal Fan des Läuferpaars. Aber der Läufer steht hier nicht besonders gut. Kurze Rochade. Interessant, was Keimer da einstudiert hat. Eine sehr seltene Variante. Und ich versuche, diese Stellung zu verstehen. Computer sagt ungefähr gleich. Zivildina, vielen Dank für den Sub. Der Boost Train ist da. 4:14 noch. Fahr los, kleiner Boost Train. Danke für den ganzen Support-Chat. Ich verstehe die Stellung immer noch nicht vollkommen. Franz LMD, vielen Dank für den Sub. Also, wie gesagt, diese Läufer. Er stört mich ästhetisch, aber das Läuferpaar muss nur auf dem Brett sein. Und Keimer scheint sich mit den Feinheiten hier beschäftigt zu haben. So mein Instinkt wäre hier gewesen, hier wegzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob Weiß danach besser steht. Hier wegnehmen, kurze Rochade, Turm rüber, Läufer E2, Läufer D3. Aber es ist sehr langfristig, bin nicht ganz sicher.
Dosenkaffee, vielen Dank für den Sub. Ich trinke ja tatsächlich gerade Dosenkaffee. Inon, danke auch dir für den Sub. Der Boost-Train rollt langsam. Können wir mit dem Boost-Train auf diese Twitch-Hype-Train-Seite? Das hat die letzten Tage, glaube ich, viel gebracht nach meinen Analysen. Keine Ahnung. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Laufen an E3, kurze Rochade und kurze Rochade. DK11, Dankeschön. Habe ich noch Pläne für die kleine Schachschule? Moin, du hast kleine Schachstuhle geschrieben. Habe ich. Also die Serie führen wir weiter, wann immer ich Zeit und Muße finde. Jetzt machen wir erstmal das Turnier hier fertig. Aber nächste Woche mache ich schon wieder eine Folge. King Kelly, vielen Dank für den Prime Sub. Ah, der Boost Train gibt Empfehlungen. Verstehe. Also ich sehe immer nur manchmal auf der Twitch-Seite dieses Get on the Hype Train. Hype Train ist was anderes als Boost Train, das verstehe ich. Aber ich weiß nicht, ob der Boost Train sich halt auch darauf auswirkt, dass man irgendwo anders gepusht wird. Thorsten Fengs, vielen Dank für den Sub. Wie dem auch sei. Rocky C, danke auch dir. So, Bau nach G3 gespielt. Das muss so sein. Der Bauer soll den Läufer hier einschränken. In dieser Struktur ist wichtig, nicht H3 zu spielen, sondern Bau nach G3. Grundsätzlich kann man sich, glaube ich, grob so merken als Faustregel. Wenn der Gegner einen Schwarzfängläufer hat, dann wollen wir diesen Bauern im Weg stellen, dass er nicht hier hinstarrt. Gilt nicht immer, aber meistens. Inon, vielen Dank für die 5 Subs. Kai Alai fragt, was sind die Aufgaben des Bundestrainers? Es kommt sehr darauf an, wie die Rolle definiert ist, sowohl vom Bundestrainer als auch vom Deutschen Schachbund. Bei mir war es diesmal nur, in Anführungszeichen, mit der Mannschaft zur Schacholympiade zu fahren. Davor haben wir 4 Tage online trainiert. Aber es gab in der Vergangenheit auch Leute, die Vollzeit oder Teilzeit Bundestrainer waren, die dann auch Aufgaben hatten, zwischendurch Trainings zu organisieren. Dies, das, jenes. Wir werden sehen, ob ich das bleibe und in welchem Umfang. Ich glaube auf jeden Fall, hier mit Vincent sowieso, an die jetzige Generation, die wir in Deutschland haben. Und bin natürlich sauer, dass Schacholympiade nicht besser lief. Aber kann da noch nichts vermelden. Hordi74, vielen Dank für die 5 Subs. Stufe 3 abgeschlossen. 3500 Empfehlungen bis jetzt. Dankeschön. Ey, falls ihr hier vom Boost Train oder wem auch immer neu dazugespult wurdet und keine Ahnung habt, was wir hier tun, ich versuche es zu erklären. Wir kommentieren ein großes Online-Schachturnier. Seit die Pandemie losging, hat Schach sich naheliegenderweise mehr und mehr ins Internet verlagert. Und wir kommentieren ein Turnier aus der Serie der Champions Chess Tour. Initiator Schachweltmeister Magnus Carlsen und dessen Firmen auch Chess24, die Seite, mit der ich verbandelt bin / war. Und in diesem Turnier sind wir im Moment im Viertelfinale gelandet, wo der Weltmeister dabei ist. Magnus Carlsen spielt gegen Levon Aronyan. Aber aus deutscher Sicht, das Wichtigste, das Supertalent, der 17-jährige Vincent Keimer. Hier auf dem Bild ist er gleich noch 12. Aber Vincent Keimer ist im Viertelfinale, spielt gegen ein weiteres Supertalent, den Inder Pragnananda. Und sollte Vincent Keimer sein Match gewinnen, dann würde er ins Halbfinale einziehen, wo vielleicht Weltmeister Magnus Carlsen lauert. Diese Matches finden statt in 4 Partien. Es wird gespielt mit Schachuhr, 15 Minuten pro Spieler. Das ist das sogenannte Schnellschach. Die Spieler kriegen immer, wenn sie einen Zug machen, 10 Sekunden obendrauf. Das heißt, eine Partie kann so bis zu einer Stunde dauern. Und ja, das hier sind absolute Weltklasse-Leute in diesem Format, die hier mitspielen. Und Vincent Keimer schlägt sich in diesem Kreis hervorragend. Hat die Qualifikation geschafft. 8 Spieler sind schon rausgeflogen. Er ist ins Viertelfinale gemacht hier und spielt jetzt gegen Pragnananda, der auch noch wahnsinnig jung ist, aber sehr viel Erfahrung schon hat mit diesem Format. Aber wenn es keiner führt, 1,5 zu 1,5, wenn er 2,5 Punkte schafft aus den 4 Partien, die beiden spielen, dann ist er im Halbfinale. Hier sind noch ein paar Züge geschehen. Bau nach H6, Bau nach G3,
Dame nach C7. Läufer nach E2, der Läufer wird zu Recht auf diese schöne Diagonale umgruppiert. Und die Partie geht weiter. Turm nach D8, Turm nach E1. Danke, 84er. Bin jetzt reingekommen. Kann jemand das Format erklären? Die Frage liebe ich immer besonders, wenn ich gerade 4 Minuten habe, das Format zu erklären. Hey, Flo McMazie, vielen Dank für den Prime Sub. Hier, der Boost Train bleibt ein bisschen stehen. 2 Minuten haben wir noch, aber wir haben jetzt 21% von Level 4. Wenn ihr da draußen Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch und subbt jetzt rein. Wir müssen den Boost Train hier am Laufen halten. Auch jede andere Form von Support. Freut mich sehr. Dankeschön, Sizilianischer Leguan. Bona E5 von Pragnan da, das gefällt mir nicht. Also es gefällt mir aus deutscher Sicht, aber der Zug gefällt mir nicht. Er nimmt diese Bauernschwäche hier in Kauf nach D schlicht E5 und muss leiden, oder? Thomas 42, vielen Dank für den Sub. Krautsalat 93, Himba Timo, Dr. Lesotho, Lelle Bebel und Steen, danke euch für den Support. Wir sind bei 72%. Da geht doch noch was. L4i, LW, LW4i, Lo-Fi. Lo-Fi, danke schön. Bongo da, danke auch dir. 87%, 1 Minute haben wir noch. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind im nächsten Level. Vielen, vielen Dank. Sakanone Matthias und Gratiskatze 96 Sinoxi. Vielen Dank für den Support. Ey, der Hype-Train rollt weiter. Und vielleicht kriegen wir neue Leute zum Schach, die wir versuchen werden, nicht gleich wieder zu verschrecken. Herzlich willkommen, wenn ihr hier neu dabei seid. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin Schachgroßmeister, Bundestrainer, Handmodel. Und ich kommentiere hier ein Weltklasse-Schachturnier, was online stattfindet. Unter Mitwirkung der 17-jährigen deutschen Superstars Vincent Keimer hier im weißen Kränke-Shirt. Er spielt gegen den ebenfalls 17-jährigen Inder Pragnanda. Aber wenn ihr denkt, das ist ein Kindertturnier, ne, sind die besten Spieler der Welt, die hier mitspielen. Im anderen Viertelfinale spielt Weltmeister Magnus Carlsen gegen die langjährige Nummer 2 der Welt, Levon Aronian. Dampfnudel, vielen Dank für den Sub. So, ich soll ein bisschen erklären, was hier passiert. Bauer schlägt E5, Läufer schlägt E5. Er plant hier mit Bau nach D4 die Stellung zu vereinfachen. Aber jetzt hat sich die Keimersche Strategie auf jeden Fall schon ausgezahlt, diesen Läufer auf dem Brett zu lassen. Er spielt Springer F3, unterbindet damit, dass Schwarz diesen Bauern loswerden kann. Schwarz würde gerne D4 spielen, um diese Schwäche aufzulösen, weil der Bauer nicht mehr von Kollegenbauern gedeckt werden kann. Und auch um seine Figuren zu aktivieren. Springer F3 verhindert das, aber Pragnan da fragt weiter nach mit Springer nach G4. Und jetzt muss Keimer sich entscheiden, wie er fortsetzen will. Der solideste Zug verläuft nach D4. Aber dann kann... Ich muss überlegen, ob das stimmt. Schwarz mit seinem Springer schlagen und diese Stelle mit ungleichfarbigen Läufern spielen, die wahrscheinlich haltbar ist. Und deshalb spielt Vincent Keimer den ambitionierteren Zug. Läufer nach C5. Gefällt mir wieder gut. Keimer spielt hier nicht auf Halten, nicht auf Unentschieden, sondern macht weiter Druck. Ey, ich verpasse hier die ganze Action. Vielen, vielen Dank. Ey, ich sehe schon, ihr haltet den Boost-Train am Laufen. Hier vor allem Master Kobi. Vielen Dank für die 5 Sub-Geschenke. Bobby, danke dir. Bobby89. Tobi D, danke schön. Caro aus Berlin, vielen Dank. Chat hier sehr am Gönnen. Das freut mich sehr. Wir haben 72%, haben noch 2,5 Minuten für den Level 5 Boost Train. Und ich hoffe, wir boosten unsere kleine Schachshow in die Welt raus. Läufer nach C5. Was kann Pragnan da tun? Der Turm ist angegriffen. Er könnte den Turm wegziehen. Aber dann könnte Keimer hier schlagen. Und damit sich das sogenannte Läuferpaar gegen das Springerpaar sichern. Was nach meinem Dafürhalten besser für Weiß sein sollte. Ich vermute, dass Pragnan da deshalb diesen Läufer wegziehen wird, Läufer nach D6. Und dann muss Keimer sich wieder entscheiden. Möchte er diesen Läufer tauschen oder möchte er ihn aus dem Weg ziehen? Yamakantor, vielen Dank für den Prime Sub. Polo Chub, danke auch dir. Flukoshi und Kenado 12, vielen, vielen Dank. Corewaves 262,
Galala. Haben es geschafft. Letzte Stufe. Mach so lange weiter, bis die Zeit abläuft. Was bedeutet das? Haben wir noch 1 Minute 20? Ich weiß nicht, wie der Boost-Train funktioniert, aber vielen, vielen Dank für den Support. Vincent Keimer hier lässt sich von dem ganzen Hype nicht ablenken. Sitzt da ruhig konzentriert in seinem Kränke-Shirt und rechnet. So soll es sein. Chef fragt, du bist Handmodel. Okay, ich habe gelogen. Ich wollte eigentlich Konzertpianist werden, weil ich das hier kann. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, Frauen damit zu beeindrucken, dass ich das kann, dann rennen sie angeekelt weg. Also vielleicht sollte ich das nicht mehr als Pickup-Line verwenden. Aber es ist schon ein beeindruckender Skill. Ich kann sehr gut damit Klavier spielen. Also vermute, ich habe noch nicht Klavier gespielt. Anatomisch komisch. Ja, das habe ich schon häufiger gehört. Anatomie Karpov nennt man mich ja auch in der Schachszene. Läufer nach C5 gespielt. Warst du schon beim Arzt? Ja, aber nur Ohren durchspülen lassen. Pragner hat er überlegt. Also der Beste zu Läufer D6, das weiß er, aber danach hat er so gut wie keine Gewinnchancen. Und Turm E8, damit erhöht er seine Verlustchancen, aber vielleicht hält er damit ein bisschen mehr Spannung in der Stellung. Und es könnte sein, dass er das riskiert. Der Boost Train ist weg. Ey, vielen Dank für das Support Boosten. Was passiert jetzt hier? 3, 2, 1, bereit zum Abheben. Was bedeutet das? Geschafft, wir boosten diesen Stream mit 5500 Empfehlungen. Ey, vielen Dank, Chat. Es sind wirklich besondere Zeiten für Schach. Ist ein bisschen schade manchmal, wenn es auf dem Rücken von Schachdrama und so weiter passiert. Aber gerade hier im Stream, die Leute wollen ja gar nicht Hans Niemann sehen. Die Leute wollen gar nicht Magnus Carlsen sehen. Die Leute sagen hier jedes Mal, wenn wir fragen, ne, mach Vincent Keimer. Wir wollen Vinny K supporten. Und das finde ich gerade aus deutscher Sicht. Ich bin mal ein bisschen überrascht. Denke mir, Digga, Magnus Carlsen spielt gegen Aronia und ihr wollt es nicht sehen. Aber ich finde es super krass, wie groß der Support und das Interesse hier an Vincent Keimer ist, dass wir einen Spieler haben, endlich, der hier auf diesem Level mitspielen kann. Und ich glaube, das weiß auch Chat zu schätzen. Ich kann nur Danke sagen an Vincent, dass er so krass ist und uns hier so gut unterhält. Big V? Nee, ist, glaube ich, kein guter Spitzname. Keimer ist wie Boris Becker. Ich weiß nicht, ob man das sagen sollte. Und Turm nach Erch gespielt von Pragner. Und da hatte ich ja vermutet, ist, glaube ich, objektiv nicht der beste Zug. Aber er versucht halt, Gewinnchancen in der Stellung zu lassen. Selbst wenn er Remis spielt, wäre letzte Partie schon unter Siegzwang, weil die letzte nicht gewinnen würde, wäre raus. Er versucht da hier ein bisschen mehr, sich in diese Stellung reinzunicken. Verständlicherweise. Aber ist auch riskant. Vincent kann diese Partie auch einfach gewinnen und damit das Match eintüten. Keimer ist wie Dirk Nowitzki, ja, nur größer. Nur größer. Vincent Keimer ist wirklich sehr groß. Ich glaube, wenn Keimer ausgewachsen ist, wäre er so bei, er kann bei 1,95 lang. Ich weiß nicht, ob mehr drin ist. Ich weiß auch nicht, ob man mehr will unbedingt. Also wir haben es ja schon diskutiert, im Schach ist richtig groß zu sein, um halt beim Gegner an die Grundreihe zu kommen. Sonst bist du eigentlich nicht kompetitiv. Wenn du nur bis zur sechsten Reihe irgendwie greifen kannst, dann ja, was willst du machen? Wie willst du ja jemals eine Figur schlagen? Aber so ab 1,88 kannst du es eigentlich ziemlich safe. Deshalb braucht er jetzt eigentlich nicht mehr weiter aus. Tom Effner E8 und er überlegt, ich will den Läufer wegnehmen. Computer sagt Läufer nach B5. Hier, Spannung in der Stellung lassen. Online ist der Vorteil kleiner, ja, natürlich. Deshalb sind online häufig Spieler halt auch stark, die so over the board absolut nichts reißen wollen.
Wenn es er überlegt, er solle jetzt nicht, okay, sagt sie so leicht, die nutzen immer ihre Zeit, aber er sollte nicht zu viel Zeit in so einer besseren Stellung verbraten. Aber okay, ist schon eine wichtige Entscheidung, ob er hier schlägt oder ob er den Läufer irgendwie wegzieht. Beides, ja, er macht wieder den besten Zug. Er ist einfach so gut. Läufer nach B5. Hey, nicht gemein. Ich hätte den Läufer weggenommen. Aber es ist der beste Zug. Es ist der Computerzug. Läufer nach B5. Fessel diesen Springer, der kann sich weg. Die Möglichkeit bleibt bestehen. Und packen an, da steht unter Druck. Normaler Zug für mich würde irgendwie Läufer D6 sein, aber dann kann man einfach diesen Bauern schlagen. Zack, zack. Also Pragnada muss jetzt kämpfen hier. Bau nach A6 vielleicht. Ich weiß nicht genau, was Keimer dann geplant hat. Es kann sein, dass er aber nur A6 provozieren wollte und jetzt weggeht mit dem Läufer. Das wäre sehr subtil. Es kann auch sein, dass er hier schlagen möchte und diese Stellung spielen, die ja risikolos ein bisschen besser ist. Also bisher sieht das alles gut aus. Loco 756, wenn du das für lustig hältst, weiß ich nicht, was ich hier sagen soll. Bonner A6. Große Entscheidung jetzt. Schlagen oder Läufer behalten. Objektiv am besten Läufer behalten. Schlagen vereinfacht die Stellung. Und ja, er schlägt. Dame schlägt, Läufer D4. Das ist die safe Option. So kann er ein bisschen drücken und hat absolut keine Verlust. Oder absolut kann man nicht sagen, aber sehr geringes Verlustrisiko. Objektiv war Läufer F1, um das Läuferpaar zu behalten, wohl noch giftiger. Wer gefragt, ob Pragnada diese Bewegung auch im Brett macht. Mir ist nie so aufgefallen, aber mir wurde berichtet, ich habe bei der Schacholympia ihn nicht so angeguckt, dass er auch am Brett sehr, sehr viel rumzappelt. So, jetzt steht Weiß ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist. Weil Schwarz den sogenannten Isolani hat. Diesen Bauern, der nicht von den Bauern rechts oder links neben ihm unterstützt wird. Steht also allein, bedarf Aufmerksamkeit. Während Weiß keinen Isolani hat, all die weißen Bauern können sich gegenseitig supporten. Landläufig sagt man, ein so ein Isolani ist noch nicht Grund genug, eine Partie zu verlieren. Die Stellung sollte Pragnada halten. Aber gerade im Schnellschach ist es schön, eine sehr kompakte Stellung zu haben. Und die Keimersche Stellung spielt sich auf jeden Fall leichter jetzt als die Pragnadasche. MC Big Basti, vielen Dank für den Sub. Loco, nächstes Mal kein Kappa danach setzen, sondern einfach sowas nicht schreiben. Da verstehen wir wirklich absolut keinen Spaß in der Schaffel. Gerade jetzt aus gegebenem Ansatz. Anlass. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Chat sagt, vielleicht kurz bei anderen reinschauen. Ja, machen wir. Magnus hat gewonnen. Hat Aaron Jan zerstört in dieser Partie. Führt damit 2:1 und ist im Match wieder auf der Siegerstraße. Also er hat ihn hier vollkommen weggehauen. Was kann ich sagen soll? Figur weggenommen, König weggenommen, alles genommen. Also Carlsen, der Weltmeister, führt mit 2:1, ist damit natürlich jetzt Favorit, ins Halbfinale einzuziehen. Levon Aronian in der letzten Partie unter Siegzwang, hat die weißen Steine. Ist natürlich möglich, aber normalerweise, wenn so ein Magnus Carlsen sich festgebissen hat in seinem Gegner, dann lässt er nicht mehr los. Ist ja, er hat ja jungen Spielern Rat gegeben, be a shark, und er versucht diesem Advice, diesem Rat Taten folgen zu lassen. Ist sehr sharkig unterwegs. Wer
Magnus Carlsens Lieblingshai ist der Megalodon tatsächlich. Nee, nee, ist keine Muräne. Muräne ist. Vor Muränen habe ich so viel Angst früher, mal, wie die in ihrer Höhle sitzen und ihren gemeinen Kopf da rausstrecken. Ey, ich war nie Muränenfreund. Sind wir bestimmt total sympathisch. Aber ich war nie Muränenfreund. So steht's. Hans Niemann, dritte Partie Remis gegen Lee Kuan Lim. Und Christopher Yu, Arjun Erigaisi läuft noch die dritte Partie. Also, Keimer in Führung. Ich vermute, Stand jetzt, dass die Partie Remis ausgehen wird. Er mit 2-1 in die vierte Partie gehen wird. Carlsen ebenfalls mit 2-1. Niemann gegen Lee Kuan Lim. Und Erigaisi Yu. Noch alles offen. José Moreno. Erigaisi. So sieht's aus, ey. André Erigaisi. Okay. Wir gehen wieder zurück. Zu Vinny Kay. Hier wird ein bisschen was getauscht. Pagnar da ist auch ein guter Verteidiger. Normalerweise sollte das unentschieden ausgehen. Dieser eine schwache Bauer reicht halt nicht. Und ich glaube, Vince hat die Entscheidung auch ein bisschen bewusst getroffen, hier nach A6 jetzt hier zu tauschen und es sicher zu spielen. Er hätte mit Lauf nach F1 nach mehr streben können. Aber er führt in dem Match. Er sagt sich hier, ich mache ein bisschen Druck. Wenn es Remis ausgeht, ist auch nicht schlimm für mich. Bei sowas ist immer, wenn er das Match gewinnt, dann sagt man, super strategische Entscheidung. Wenn er das Match nicht gewinnt, sagt man, ah, da hat er mehr Druck machen sollen. Man weiß es halt nie. Aber noch ist die Partie nicht vorbei. Steht ein bisschen besser. Wir jetzt hier versuchen zu kneten, damit D3. Mit Kneten meint man in einer leicht besseren Stellung. Weiter zu spielen, bis man da was rausgeholt hat. Nennt sich Hindsight-Bias, absolut. Also, Captain Hindsight nennt man mich in der Schachwelt. Ich weiß immer, wenn es vorbei ist, sehr, sehr gut, was man hätte tun sollen. So, Dame nach D3 gespielt. Schachfremde Leute da draußen, wenn ihr zum ersten Mal hierbei seid. Das hier ist ein Schachbrett. Es hat 64 Felder, haben wir vorhin durchgezählt. Am Anfang haben beide Seiten 8 Bauern und 8 Figuren. Die beste Figur ist die Dame, ist die hier mit der Krone auf. Die ist so 9 bis 10 Eiskugeln wert. Zweitbesten sind die Türme, sind die hier, die aussehen wie Türme. Sind so 5 wert. Dann Läufer sind nicht mehr am Start. Läufer sind diese Pickelhauben-Typen hier. Die sind so 3 wert. Springer haben wir noch. Springer sind auch so 3 wert. Und Bauern sind so 1 wert. Hier, wenn wir durchzählen, haben beide Seiten gleich viel Zeug. Und Weiß steht minimal besser, weil dieser Bauer hier ein bisschen geschwächt ist. Aber es ist nicht die Welt. Dann nach D3. Schlägt. Dame nach B5 versucht hier Gegenspiel zu organisieren, den Kollegen ein bisschen zu schwächen. Also Pragnar Anand spielt das hier sehr, sehr kompetent. Marlin88, vielen Dank für den Prime Sub. Turm nach C8 gespielt. Pragnar Anand hat jetzt eine leichte Schwächung der in der weißen Stellung rausgekitzelt, nämlich diesen Bauern. Dadurch, dass der Kollege einen vorgehen musste, deckt er nicht mehr den hier und er stürzt sich gleich drauf. Also die Stellung hat sehr, sehr große unentschieden Tendenzen, dass hier irgendwann alles abgetauscht wird. Und die Partie Remis ausgeht. Was bedeuten würde, dass Keimer die letzte Partie noch überstehen müsste gegen Pragnar Anand, um ins Halbfinale zu kommen. Leichter gesagt als getan. Die erste Schwarzpartie muss er ganz schön leiden. Aber bisher spielt er ein fantastisches Match hier. Ich kann es nur nochmal sagen, Pragnar Anand, jung in Jahren, reich an Erfahrung in diesem Format. Das Format gibt es ja erst seit 2 Jahren, seit der Pandemie. Und Pragnar Anand hat dieses Jahr in der Champions Chess Tour absolut abgeräumt. Also ist, ich glaube, neben Magnus Carlsen der dominante Mann der letzten Turniere hier. Und wenn Vincent Keimer den raushaut, das wäre eine absolute Hausnummer. Und er würde dann auch gleich den Endboss kriegen, aller Voraussicht nach. Magnus Carlsen himself im Halbfinale. Soweit sind wir noch nicht.
Aber es ist spannend. Seht ihr, wie kam es eigentlich, dass der King mit König übersetzt wurde, aber die Queen mit Dame? Wie kommst du darauf, dass zuerst die englischen Begriffe da waren? Weiß nicht. Königin, ich weiß nicht, es heißt halt Dame. Königin klingt vielleicht komisch für mich. Vielleicht einfach, weil. Ich weiß nicht, logisch ist es nicht. Wie soll man sie sonst nennen? Herr und Dame? Oder König und Königin? Keine Ahnung, wie das historisch gewachsen ist. Wird heute das ganze Viertelfinale gespielt? Ja. Heute wird das zu Ende gespielt. Wenn es 2 zu 2 steht, dann geht es weiter ins Stechen. Also nicht Messerstechen, sondern in die Verlängerung mit 2 Blitzpartien, also mit noch weniger Bedenkzeit. Wenn es danach immer noch unentschieden steht, dann gibt es eine Entscheidungspartie. Ah, wegen der Notation, das macht Sinn. Dass man nicht hier 2 Ks haben kann. Weiß ich nicht, aber könnte sein. Hobby-Schachler, vielen Dank für den Prime-Sub. Wenn ihr wie Hobby-Schachler Amazon Prime habt, verknüpft es mit einem Twitch und unterstützt damit mehr kostenfrei diesen kleinen Kanal in Amazon Prime. Ist ein Twitch-Sub mit drin. Vielen, vielen Dank, Hobby-Schachler. Turm E2 attackiert den Bauern hier. Und jetzt muss Keimer sich überlegen, will er das Unentschieden? Das kann er fix machen mit Dame Schlicht D5. Oder versucht er hier noch was aus der Stellung rauszuwringen? Aber das ginge, glaube ich, nur noch mit gewissem Risiko. Ich glaube, er wird hier das Unentschieden fix machen. Den Bauern schlagen, Schwarz würde schlagen. Schlägt hier. Das hier ist meine Analyse. Seht ihr immer an dem roten Knopf gleich, wenn wir zur Partie schalten. Wer wäre grün? Schach. Zum Beispiel so. Und die Partie würde friedlich enden. Morphy 2003, vielen Dank für den Prime-Sub. Jan Dirk sagt, warum spielen keine Frauen mit? Spielen die ihre eigene Liga? Kompliziertes Thema, will ich nicht zu weit aufmachen hier, aber grundsätzlich gibt es keine reinen, wie soll man sagen, Männerturniere, sondern Frauen können im Schach in allen offenen Turnieren mitspielen. Es gibt aber auch Frauenturniere. Ich glaube, es findet gerade der Frauen-Grand Prix statt, während auch dieses Turnier hier läuft, bei dem viele der besten Spielerinnen der Welt spielen. Sleeper77, vielen Dank für den Prime-Sub. Panik Schrimm, danke auch dir für den Sub. Und ja, Vincent schlägt wie erwartet den Bauern auf D5. Und damit sollte die Partie friedlich enden. CPM33, vielen Dank für den Sub. Turm A2. Kann man versuchen nach Turm D8, gefolgt von Turm nach D7. Aki, komm, help, Frage, warum spielen die Boat-Assists das nicht mit? Was haben die so? 2100? Also, das sind doch 600 Punkte Unterschied. Es wär schwer in diesem Feld. Aber. Ich bin sicher, Champions Chess Tour hätte sie gerne dabei. Wäre bestimmt auch gut für Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Kugelbuch. König H7. Turm D7 würde die beiden Bauern angreifen, aber das spielt Keimer nicht. Wahrscheinlich hat er berechnet, dass hier B6 nichts ist. Aber okay, die Partie wird jetzt einfach unentschieden ausgehen. Hier ist nicht mehr spannend. Turm nach B8, Bauern nach B5, Bauern nach C4. Jetzt tauschen sich diese ganzen Bauern ab. Und das ist auf dem Niveau. Formsache. Worst Bishop, vielen Dank für den Sub.
Sollte gleich vorbei sein hier. Drei gegen drei Bauern. Nicht besonders spannend, dass wir gleich Remis ausgehen. Jetzt werden beide Seiten hin und her ziehen. Und Vincent Keimer wird mit 2:1 Führung in die vierte Partie gehen. Das bedeutet, er braucht noch ein Unentschieden in der vierten Partie, um ins Halbfinale einzuziehen. Leichter gesagt als getan. Er hat die schwarzen Steine. Pragnan da muss die Partie unbedingt gewinnen und wird natürlich alles versuchen. Also es wird auf jeden Fall spannend, ob ihm das gelingt. 5000 Zuschauer, vielen, vielen Dank. Ey, vielen Dank hier für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung. Hier der Boost Train. Hast bestimmt mal ein paar Leute reingespült. Wir gucken Schach, wir gucken den Julius Bär Generation Cup, wo einige der besten jungen Spieler der Welt und einige der besten älteren Spieler der Welt gegeneinander antreten. Oder allgemein einige der besten Spieler der Welt gegeneinander antreten. Und die jungen Spieler haben bisher wirklich beeindruckt in diesem Turnier. Es sind schon 8 Spieler rausgeflogen. Und wenn wir uns angucken, wer übrig ist. Der Schachweltmeister Magnus Carlsen, Levan Aronian, jahrelang die Nummer 2 der Weltrangliste. Dann haben wir Vincent Keimer, die deutsche Nummer 1 im Alter von 17 Jahren. Pragnananda, ein 17-jähriger Inder, der im Schnellschach sich schon als absoluter Weltklasse-Mann etabliert hat. Hans Niemann, der vielleicht bekannteste Schachspieler der Welt im Moment nach Magnus Carlsen, der überall von Apokalypse und Filterkaffee zu fest und flauschig, zu NTV, zu New York Times, zu Elon Musk, mal kontrovers, mal nicht so niveauvoll diskutiert wird, für viel Schachdrama gesorgt hat, steht im Viertelfinale, spielt gegen Lê Quang Lim, den Vietnamesen, einen Weltklasse-Mann im insbesondere im Schnellschach, wohnt in den USA. Christopher Yu, mir ehrlich gesagt kein Riesenbegriff vor diesem Turnier gewesen. Ein 15-jähriger, ebenfalls sehr, sehr starker Nachwuchsspieler aus den USA. Und Arjun Erigaisi, ein kommender Superstar. Der 19-jährige Inder, der vor 2 Jahren wirklich kaum jemand außer absoluten Insidern bekannt war und sich in dieser Zeit als vielleicht prominentester der jungen Generation neben Alireza etabliert hat und bei ganz, ganz vielen als zukünftiger absoluter, absoluter Topspieler gilt. Dass das Feld rausgeflogen sind schon Weltklasse-Leute wie Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda, der Weltcup-Sieger, Wassily Iwantschuk, wo er stark gespielt hat. Die jungen Leute haben hier wirklich absolut abgeräumt. So, wir verfolgen schwerpunktmäßig natürlich, wie es beim deutschen Teilnehmer Vincent Keimer läuft, hier im weißen Shirt zu sehen. Er führt 2:1 in seinem Match gegen Pragnananda. Die Matches sind auf 4 Partien angelegt. Im Schach sagen wir Partien, nicht Spiele. Und wenn Vincent Keimer die nächste Partie nicht verliert, dann steht er im Halbfinale, wo aller Voraussicht nach Magnus Carlsen auf ihn warten würde. Wenn wir warten, dass es hier weitergeht bei Pragnananda gegen Keimer, können wir vielleicht mal wieder reingucken beim Weltmeister. Monsieur Magnus, der spielt schon seine vierte Partie. Und braucht ebenfalls einen Unentschieden gegen Levon Aronian, ich brauche einen kurzen Moment, um uns hier die Carlsen Cam, die CC Carlsen Cam einzublenden. Aber das kriegen wir hin. So, Franceskus, seid ihr soweit? Da haben wir die beiden. Magnus Carlsen, der Weltmeister in Führung. Ich muss hier noch einmal
Umbauen, einmal Plätze tauschen, denn ich will den Weißspieler immer näher am Brett haben, dass man sich hier orientieren kann, welcher von den beiden weiß ist. Also, Technik Jan, muss noch ein bisschen basteln. Da haben wir sie, Leon Aronian, der US-Amerikaner, muss ich sagen, das ist so ungewohnt. Aronian, 3 Schacholympiaden gewonnen mit Armenien. Aber tritt für die USA jetzt an, wohnt in St. Louis. Wo ist St. Louis? Missouri? Gegen den norwegischen Schachweltmeister Magnus Carlsen. Also er ist überall Schachweltmeister, aber er ist Norweger, so soll ich sagen. Aronian muss diese Partie gewinnen. Carlsen spielt eine etwas halbseidene Variante. Das hier ist die sogenannte Rosso-Limo-Eröffnung. Heißt das nicht so? Also auf Deutsch sagt man die Pferdebrause-Variante. Rosso-Limo. Läufer nach B5. Und Carlsen spielt Bauer nach E5. Eher seltener Zug. G6 ist gängiger. Aber Bauer nach E5 ist ein Zug, den er schon häufiger gespielt hat. Er mag diesen Aufbau hier mit seinen Bauern in der Mitte Raum nehmen. Dieses Feld schwächen, aber die Figuren dann drumherum entwickeln. Don't try this at home. Das ist nur was für sehr, sehr Fortgeschrittene. Aronian gibt freiwillig diesen Läufer auf und möchte damit betonen, dass dieses Feld geschwächt ist. Tauscht einen der Verteidiger dieses Feldes ab. Sagt hier, der Läufer ist ja ein schwarzfähiger Läufer, konnte um das Feld gar nicht mitkämpfen. Nach meinem Empfinden hat Magnus seine Probleme hier gut gelöst. Scheinbar sollte er ungefähr ausgeglichen sein. Wird nicht leicht für Leon Aronian, den Weltmeister, hier unter Druck zu setzen. Der ja nur noch ein Unentschieden braucht, um weiterzukommen. Wolf mit Pack, vielen Dank für den Sub. Was sagt Chat? Chat diskutiert irgendwelche Sachen. Sagt man bei Schwarz auch Marocci-Aufbau? Ne, Marocci-Aufbau ist auch ein bisschen was anderes. Also da stehen die Bauern auch hier, aber Marocci-Aufbau sagt man nur, wenn der D-Bauer schon abgetauscht wurde. Also Marocci-Aufbau ist, keine Ahnung. Sowas, wenn diese Bauern fehlen und weiß die Bauern auf E4 und C4 hat. Also in der Partie, das wäre kein Marocci. Wollte gefragt, ob man den Bauern hier nicht gewinnen kann. Mit Läufer steht C6, D schlägt C und Springer steht E5. Nee, so einfach ist es nicht. Sowas übersieht ein Schachweltmeister nicht. Hier kommt, zack, Dame nach D4. Doppelangriff auf den Springer und den Bauern. Und man kann nicht beide gleichzeitig retten. Läufer nach D6, wie gesagt. Don't try this at home. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Anfängerzug. Verstellt sich diesen Läufer hier und so weiter und so fort. Aber es ist eine sehr, sehr spezielle Variante. Auch keine sehr besonders gute Variante, aber wie gesagt, Magnus experimentiert auch gerne ein bisschen, um die Gegner zu überraschen in der Öffnung. So, Aronian versucht hier die Partie am Laufen zu halten. Das ist ja nicht leicht. Javel zu Hans Niemann und Le Quang. Okay, wir gehen davon aus, dass Magnus das Pferd hier schon schaukeln will, sagt man so? Das Kind schon schaukeln, oder? Das Pferd schon schaukeln wäre ja komisch. Chat, ihr kennt euch aus mit Sprichwörtern. Sagt man, das Pferd schon schaukeln? Schaukelpferd. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, man sagt, das Kind schon schaukeln. Hier haben wir die beiden. Es steht 1,5 zu 1,5 zwischen Hans Niemann und Le Quang Lim. Das heißt, sollte es hier unentschieden enden, dann ginge es in den Stichkampf. Sollte eine der beiden Seiten gewinnen, dann wäre diese weiter. Und Computer sagt, dass
Lequang deutlich überlegen steht. Das heißt, das hier könnte das Ende von Niemanns Turnier bedeuten. Also wenn er hier rausfliegt, dann würde er sich im Niemandsland der Tabelle befinden. Und nach Bau nach B4 sieht die schwarze Stellung sehr, sehr unangenehm aus. Material ist gleich, aber weiß er diesen mächtigen Freibauern. Es scheint kein Halten zu geben. Bau nach B4 zum Beispiel, ich würde hier schlagen. Dame schlägt, ich würde mit dem Springer weg. Dame nach C7, sagt der Computer, schlägt, schlägt. Und jetzt das Problem, dass der D-Bauer nicht zu halten ist. Zack, zack, zack. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ein Bauer auf die letzte Reihe kommt beim Gegner, dann verwandelt er sich wie der Typ aus Red Dragon. Und wird zu einer wunderschönen Dame in diesem Fall. Würde damit die Partie gewinnen für Lequang. Happy Peppy! Vielen Dank für den Prime Sub. Also, noch ist nicht so weit, aber Hans Niemann steht mit dem Rücken zur Wand und nach Bau nach B4 scheint es hier schon kein Halten mehr zu geben. Sharky97, vielen Dank für den Sub. Wenn ihr wie Sharky97 Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch und subbt hier rein, mehr kostenfrei in Prime, in Amazon Prime. Ist ein Twitch-Sub mit drin. Unterstützt damit diesen kleinen Kanal. Dankeschön, Sharky97. Wie viele Spiele werden pro Duell gespielt? Wir müssen erstmal das Vokabular klären. Also im Schach sagt man Match für eine Serie von mehreren Partien. Partie bedeutet dieses Spiel, würde ihr sagen. Also Spiel sagt man im Schach, man sagt Partie, keine Ahnung warum. Aber diese Partie, die im Moment läuft, davon werden 4 pro Match gespielt. Und sollte es nach 4 Partien noch 2-2 unentschieden stehen, dann gibt es 2 weitere Partien mit weniger Bedenkzeit, den sogenannten Stichkampf. Sollte es nach diesen 2 weiteren Partien immer noch unentschieden stehen, sprich 3-3 dann würde es die sogenannte Armageddon-Partie geben, wo Weiß mehr Bedenkzeit kriegt auf der Uhr, Schwarz weniger Bedenkzeit, aber bei einem Unentschieden Schwarz weiterkommen würde. Deshalb heißt es Armageddon, benannt nach dem Film mit Bruce Willis und Ben Affleck, wo Bohrer Astronauten-Skills lernen müssen, um ein Loch in einen Asteroiden zu bohren, der auf die Erde zufliegt. Es wäre zu kompliziert gewesen, Astronauten zu erklären, wie sie ein Loch in den Asteroiden bohren sollen. Deshalb braucht man Bohrer. Und Bruce Willis' Mannschaft war die Besten. Und sie wurden losgeschickt, um diesen Asteroiden zu holen. Daher heißt es im Schach Armageddon. Denn es ist genauso entscheidend wie die Mission von Bruce Willis und seinem Team. So. Was macht Magnus? Sorry, wir klicken hier ein bisschen rum, wenn wir warten, dass die letzte Keimerpartie losgeht. Carlsen ist sehr erfahren in diesem Steuerungstyp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was anbrennt. König nach H8. Erigaisi hat seine Problemchen mit Christopher Yu, aber hat jetzt eine Figur mehr, sollte gewinnen. Und Lequang überlegt weiter. Infiniturm 86 sagt, danke für den Spoiler, Jan, wollt den Film noch schauen? Ja, auch darauf kann man sich beim Twitch-Chat verlassen, wenn man die Handlung beschreibt von einem Film aus dem Jahre. Kam von Weiß Armageddon? 2000, dann werden sie sich beschweren, dass sie den Film gerade gucken wollten. Ich habe nicht mal verraten, ob die Truppe von Bruce Willis es schafft oder nicht. Ich habe nur die Prämisse gesagt. 98? Ja, kann gut sein. Major Spoiler. Literally, die ersten 10 Minuten. So, es geht hier weiter. Lequang Yim pusht sofort den D-Bauern
Und niemand spielt Springer C6. Mit irgendwas war unzufrieden. Da hat irgendwie so, eben so ein Headbutt gemacht, der unzufrieden weckte. Schlägt, schlägt D7. Der D-Bauer regelt einfach, oder? Nachtwache fragt, wie abonniere ich mit Amazon Prime? Kann das mal jemand erklären? Danke. Ey, hier Nightbot kann dir helfen. Es funktioniert, glaube ich, nicht gut über das Mobiltelefon, am Browser oder am PC. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Nachtwache. Ja, hast du eine Idee, wo du Magnus in der Eröffnung erwischen könntest? Nee, ich weiß natürlich viel über Magnus und sein Eröffnungsrepertoire, auch seine Stärken und Schwächen. Die meisten Erkenntnisse habe ich ihm natürlich mitgeteilt. Ich habe ja bei den letzten 3 Weltmeisterschaftsmatches für Magnus Carlsen gearbeitet in seinem Trainerteam. Bei so einem Weltmeisterschaftsmatch hast du dann verschiedene Trainer oder Sekundanten, wie wir sagen im Schach. Und ich war bei den letzten 3 Matches dabei, deshalb weiß ich natürlich relativ viel über seine Eröffnung. Aber er ist so viel besser, dass selbst wenn ich ihn erwischen würde, in Anführungszeichen einen kleinen Vorteil hätte, das immer noch mir wahrscheinlich nicht sehr viel bringen würde. Kettler war sagen, wie kamst du eigentlich zu dem Jobs mit Magnus? Weil ich gut bin, Chat? Weil ich ein guter Eröffnungstheoretiker bin? Der Gedanke kommt euch nie, ne? Ihr denkt immer hier, Nepotismus. Okay, es war Nepotismus. Aber ich bin auch ein guter Eröffnungstheoretiker. So, es geht weiter bei Vincent Keimer. Benke Lukas, vielen Dank für den Sub. Dann schalten wir in die Entscheidungspartie von Keimer, oder? Während niemand hier höchstwahrscheinlich rausfliegen wird. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wäre natürlich ein bisschen schade fürs Drama. Aber ich muss sagen, eigentlich positiv überrascht, dass Chat hier echt einfach die Keimer Festspiele sehen will und gar nicht so Drama interessiert ist. So, gleich haben wir's. Da sind wir. Vincent Keimer mit den schwarzen Schach. Oh, G steht F6. Alter, das ist eine gute Variante. Ich kenne diese Variante. Aber es ist trotzdem eine harte Entscheidung in einer Must-Draw-Situation. Uff. Also hätte er mich da gefragt, hätte ich gesagt, ne. Spielst du nicht. Remis reicht. Du lässt dir auch hier nicht die Bauern kaputt machen. Ich weiß, dass der Computer es empfiehlt. Aber der König ist jetzt nicht sicher. Winnie, Alter. Ich bin nicht begeistert. Ich bin nicht begeistert von dieser Eröffnungswahl. Weil es einfach zu einer, so einer wahnsinnig zweischneidigen Stellung führt. Uff. Na gut. Er wird wissen, was er tut. Und die Variante, das weiß ich, ist spielbar. Aber trotzdem. Wir wollten einen leguanischeren Ansatz sehen. Der König ist doch nicht sicher auf E7. Chat, was ist los? Man ist mitten in der Mitte. Uff. Also wir machen so mal eine Zeitlupe, Springer F3, Bauer nach G3, Bauer nach C5, das ist eine Modevariante, die auch wieder Pragnana selber spielt. Und wir haben diese Variante vorbereitet bei der Olympiade mit Rasmus Fahne gegen Pragnana. Rasmus Fahne hat da D4 gespielt, auch ein bisschen Druck gekriegt, aber das wird zwischen repariert worden sein. Pragnana spielt C4 und der kritische Zug ist hier Bauer nach D4, sich diesen Raum zu nehmen. Schwarz kann andere Züge machen, Springer C6 ist das, aber Bauer nach D4 ist der kritische Zug. Bauer nach E3, Springer nach C6, Schläg, Schläg, Bauer nach D3. Und jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Kann den Läufer nach D6 stellen, nach C5, nach E7. Alles spielbar. Ich glaube, mir gefiel Läufer D6 am besten, letztes Mal, als ich gecheckt habe. Aber Keimer spielt Läufer nach C5, Läufer G5. Und mir ist schon aufgefallen, dass Computer hier sagt, so spielen und im Bauern zurückschlagen. Aber das in einer Remis-Reicht-Situation zu machen, ist schon eine sehr, sehr harte Maßnahme. Andererseits zeugt es auch wieder von Selbstvertrauen. Vincent sagt sich, ich spiele mein Repertoire, egal wie es steht. Ich spiele normales Schach. Ich bin gut genug, um den Laden hier zusammenzuhalten. Hey, toi, toi, toi. Rufio Saar. Vielen Dank für den Sub. Wer gefragt, wo der König hingeht? Ich weiß halt auch nicht. Ich glaube, normal ist so König F8, König G7. Oder sogar kurz vor Radung König G7. Aber gerade im Schnellschach, deshalb bin ich ja nicht so angetan von der Wahl. Ist es nicht leicht, weil es immer Tricks geben wird gegen diesen König. Ja, er rochiert kurz. Vincent ist echt einfach ein Honigdachs. Also er sieht friedlich aus da, aber er ist ein reiner Honigdachs.
Insidious Dead 3133. Vielen Dank für den Prime Sub. Mods, wie sind die Regeln mit diesen Hype Trains und Boost Trains? Macht es Sinn, wenn ich hier nochmal den Markt schreibe und versuche, uns so einen Train herzuschreien? Oder kommt er nur einmal? Wie funktioniert sowas? Also ich freue mich so oder so über Subs, aber ich weiß legit nicht, wie die Regeln da sind. Sellout, ey. Ich bin Kind der 90er. Ich bin sehr, sehr von dieser Angst vor Sellout geprägt. Das Lustige ist, Millennials haben gar kein Wort mehr für Sellout. Also das Wort kennt man erst ab Jahrgang 1981. Steinpilzpudding, vielen Dank für den Prime Sub. Ich weiß auch nicht, was Sellout bedeuten soll. Ich mache ja das Programm, wie ich seit 2 Jahren mache. Und wir haben jetzt mehr Aufmerksamkeit, was mich super freut. Vielen, vielen Dank für euren Support. König G7. Seid Sammy Deluxe. Ja, Sammy Deluxe, ey. Sei er nicht mehr Dynamite Deluxe heißt, sondern hier die Alben unter eigenem Namen rausbringt, ey. Sind wir nicht mehr am Start, ne? Wir wollen hier pures Gift, Shogo für die Ohren, ungestreckte Hits von Dynamite Deluxe. Ja, ich habe Dynamite Deluxe so geliebt, als ich jung war. Letztes Jahr schon Chartleader mit Daniel in der Style Liga. Jetzt mal wieder ein fettes Feature. QNIs, vielen Dank für den Prime Sub. Nee, weck mich bitte aus, aus diesem Albtraum war ich nicht cool, ey. So, wann immer es irgendwie politisch wurde bei Sammy, war ich ein bisschen raus. Ich wollte aber nur stylen. Ja. Eimsbusch Styli mit Mr. Schnabel. Hymne meiner Jugend. Meint ihr, Vincent Keimer würde ein Wort von dem verstehen, was wir hier reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Generationenkonflikt. Phoebe 3, vielen Dank für den Prime Sub. Anlagemechaniker, danke auch dir. Füchse, super, ey. Füchse ist auch gut gealtert. Manchmal gehe ich auf YouTube, mach Füchse an und nick einfach mit. Füchse kannst du machen. VV Cloud, danke auch dir für den Prime Sub. Edelbert Birnbaum sagt, ich bin auch alt und verstehe auch kein Wort. Dann bist du nicht hier im Hamburg City der 90er groß geworden. Damen hat D2. Vincent hat den König halbwegs in Sicherheit gebracht. Ich glaube, die Stellung ist objektiv okay. Also ich kenne die Variante auch relativ gut. Ich habe die mal angeguckt. Ich weiß, dass es hält. Aber ich dachte halt, dass es in dieser Situation enormst schwer zu spielen ist. Weil du machst halt einen kleinen Fehler und du hast den Königsangriff hier. Zack. Also ich glaube, es ist keine gute Schnellschau-Variante. Deshalb war meine erste Reaktion sehr ablehnend. Aber vielleicht sind das auch Probleme nur in meinem Kopf. Und Winnie K. interessiert es nicht. Auf den anderen Brettern nur ganz, ganz kurz, wir kennen es wohl wieder. Hans Niemann wird verlieren, damit rausfliegen. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und bei Magnus. Okay. Dame gegen Läufer, Springer, Turm. Wirre Konstellation. Nicht leicht zu spielen im Schnellschach, weil die Dame so agil ist. Also es könnte durchaus auch noch hier den Ausgleich geben für Aaron Jahn. Aber erstmal glauben wir daran, dass Magnus den Laden zusammenhält. Und bleiben bei Pragnander. Wenn es da ein Stechen geht, gucken wir uns das an. Max99, vielen Dank für das Subgeschenk. Wie steht Hamburg der 90er zu Stuttgart der 90er? Alles cool, alles cool. Von 040 bis 0711, da gab es nie richtigen Stress. Massive Töne, finden wir okay. Max Herre, damals, als er noch Freundeskreis war, fanden wir auch okay. Afrop hat ja sogar mit Sammy hier ASD gemacht zusammen. Afrop habe ich nie so gefeiert. Aber nee, alles cool. Das ist ja eigentlich dieselbe hier Backpacker-Studenten-Hip-Hop-Bewegung gewesen, die dann von euch lauten Berlinern irgendwann in den frühen 2000ern übernommen, zerstört, wie man es sehen möchte,
verändert wurde. Aber diese erste Hip-Hop-Welle oder die zweite, wenn wir Fanta 4 mitspielen, wir zählen hier mit Freundeskreis, Kolchose und Hamburg City. Ich glaube, da gab es nie wirklich einen. Ich hatte auch das DJ Friction ein. Dame nach D6. Will den Springer hier rauslocken nach B5? Setz von Fischmore war nicht ganz so meins, aber so hier Susanne zur Freiheit. Ich hatte natürlich auch das Fischmore-Album. Es war mir ein bisschen zu nicht hip-hopig genug. Underdog sagt Session mit Illo. Ist noch einer der drei Gäste bereit für eine Session? Ja, ich wäre soweit bereit. Gib noch einen zum Besten. Ja. Okay, Chat, genug erzählt über die Musik meiner Jugend. Kommen wir jetzt wieder zur Musik der Jugend hier auf dem Schachbrett. Die beiden 17-Jährigen duellieren sich im Viertelfinale. Pragnan da. Der Inder, der versucht. Also ist eigentlich so eine Art Reverse The Ring Situation. Wahrscheinlich habt ihr The Ring gesehen, wo, wenn nicht, Spoiler, wo das creepy Mädchen aus dem Monitor rauskommt, aus dem Fernseher. Pragnan da versucht die ganze Zeit in den Monitor reinzuklettern. Aber bisher ist es ihm nicht gelungen. Vincent Keimer dagegen guckt sich hier an, wie Pragnan da ihm immer näher kommt. Bisschen defensive Haltung, aber hauptsächlich konzentriert, hat die Fokushose an. Und er weiß natürlich, dass wenn er hier den Laden zusammenhält, dass er dann weiter ist. Er scheint seiner Vorbereitung zu folgen. Ich war kein Fan der Eröffnungswahl, aber lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Kaufmanovic würde gerne wissen, ob dein Prime Auge geklappt hat. Hat geklappt. Dankeschön, Kaufmanovic. Sprenger nach C2, er möchte B4 spielen, A5, zum Glück leichte Entscheidung jetzt für Keimer, wird a Tempo kommen, ja, kommt auch a Tempo. Man darf diesen Bauern nicht vorlassen. Und wenn Weiß Bauer nach A3 spielt, dann spielt Schwarz Bauer nach A4. Und verhindert wieder, wegen der en passant Regel, dass dieser Bauer hier rumnervt. Jetzt könnten wir ihn en passant schlagen. Ist eine verrückte Regel, Chat. Aber vertraut mir. A Tempo ist, keine Ahnung, welche Sprache ist das, italienisch, für sofort, ganz schnell. En passant ist ein Bug im Chat. Im Chess, im Schach. Hat ein bisschen Sinn. Die Idee ist halt hier, ich habe diesen ganzen Raum schon gewonnen. Und wenn du jetzt einfach diesen Doppelschritt bauen, kann ich am Anfang zwei Schritte machen, ausnutzen kannst und damit an meinem Bauern vorbeigehen, ohne dass ich ihn schlagen kann, dann ist ein bisschen gemein. Deshalb wurde eingebaut. Nee, du darfst nicht einfach hier so an meinem Bauern vorbeijumpen, ohne dass ich was tun kann. Ich darf jetzt so tun, als sei nur ein vor und ihn sofort wegschlagen. Aber was soll ich sagen? Es ist ein bisschen Quatsch. Also es gibt schon strategische Gründe dafür. Ein bisschen Quatsch ist trotzdem. Dame E2, Pragnan da möchte Springer D2 spielen und dann Springer E4, aber sobald der Springer auf D2 steht, wird Vinny K F5 spielen. Ihr könnt ja auch sofort F5 spielen. Also er hat hier diese A4 gespielt, B4 damit gestoppt. Strategisch sieht es also okay aus für Schwarz. Laufen hat D7, Turm rüber. Die Stangen sind halt nie sicher, deshalb mochte ich es nicht. Aber bisher spielt er gut. Ist keine sehr bekannte Eröffnung, aber es hat sich rumgesprochen, dass Computer sagen hier nach Läufer C5 oder auch Läufer D6, Läufer G5, dass man hier mit dem Bauern zurückschlagen kann, diesen Strukturen, das okay ist. Was vor noch, keine Ahnung, 3 Jahren, glaube ich, nicht so ein angesagtes Thema war. Aber das ist durchaus eine neue Entwicklung, aber bekannt würde ich nicht sagen. En passant darf man nur im darauffolgenden Zug schlagen, ist korrekt. Also hier nach Bau nach B4, jetzt dürfte man schlagen. Wenn man weggeht und weiß, macht irgendwas, dann darf man nicht mehr schlagen.
ein bisschen gemein. Ja, so sind die Regeln. Lyrics, ich nenne aber Lyrics. Vielen Dank für den Prime Sub. Ist keiner Vollprofi, er geht noch zur Schule. Er hat gerade Abi gemacht, ich weiß nicht. Ob er sich da damit jetzt als Vollprofi schon sieht, aber er wird sich erstmal auf Schach konzentrieren, soweit ich weiß. Und läuft ja auch nicht so schlecht. Bonner 5, Springer nach D2, wie erwartet. Jetzt wird es Zeit, ein paar Figuren rauszubringen. Läufer nach D7. Pragner und David versuchen hier die Stellung zu öffnen. Irgendwie sowas. Springer B6. Wir haben alles im Griff hier mit Schwarz. Es gibt keinen Grund zur Panik. Vincent, bring die Figuren raus. Atme ein, atme aus. Denk an dein Training. Denk daran, wie dir gesagt wurde. Du bist ein Stein. Ein Stein kann nicht bluten. Aus einem Stein kann man nicht mal Wasser rausbringen. Ich vermute, so lief das Training. Ist ja Standard in der Schachausbildung. Springer nach D2. Läufer raus, wäre schon normal. Ich finde Rapid zum Kommentieren auch spannender. Also ich bin schon auch ein Sucker für klassische Schach, diese 6-Stunden-Partien und diese WM-Matches, wo beide ewig nachdenken. Aber so ein schönes Rapid-Match, ey, um das hier live zu kommentieren, was Action. Wir haben trotzdem genug Zeit, zwischendurch über die Züge nachzudenken. Ist schon die richtige Bedenkzeit, als wenn man hier immer eine halbe Stunde überbrücken muss. Da müssen wir wieder über Filme reden und Chat. Wie viel kann ich euch über Filme erzählen, was ihr nicht selber wisst? Ich habe anderen Tags hier The Valley gesehen. The Valley. War ganz nett. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Valette. Und ich habe natürlich Mortal Kombat gesehen. War ein paar ganz coole Kampfszenen, aber die Handlung habe ich nicht so richtig verstanden. Ich dachte immer, Mortal Kombat ist so Tekken-mäßig, dass es irgendwie ein Turnier gibt. Aber die machen ja gar kein Turnier. So, das hier ist ein Turnier. Und Pragner da versucht alles, um in diesem Turnier zu bleiben. Dazu muss er diese Partie gewinnen. Wenn er die Partie nicht gewinnt, dann ist er raus und Vincent Keimer im Halbfinale, wo er wahrscheinlich auch den Weltmeister treffen würde. Das hier ist die Stellung des Weltmeisters Magnus Carlsen gegen Levon Aronian. Carlsen wird diese Stellung, glaube ich, nicht verlieren und damit ins Halbfinale einziehen. Mal schauen, ob Vincent Keimer es schafft, sich zu ihm zu gesellen. Bisher das ganze Turnier. Absoluter Flex von Vincent Keimer. Eine unglaublich beeindruckende Vorstellung. Und ja, Wahnsinn, wie viel sich da in nicht mal einem Jahr getan hat, wie Vincent Keimer, der schon lange als größtes deutsches Talent seit langer, langer Zeit gilt. Aber wie schnell er diesen Sprung gemacht hat von großem Talent zu, ey, ich spiele einfach mal den Besten der Welt und gehöre voll dazu, ist ja freaky. Mr. Leash sagt, ich finde, der Caster sollte bei Kills mehr abgehen oder eine intensivere Reaktion haben. Wie bei anderen Sportveranstaltungen. Ich gebe dir nicht Unrecht, Mr. Leash. Wir brauchen ein paar mehr Kills. Die müssen halt im Schach auch besser angezeigt werden. Vielleicht müssen die auf so einem, kennt ihr Battle Chess noch? Auf so einem Battle Chess Brett spielen, dass wenn eine Figur rausgekickt wird, dass wir dann so einen kleinen Kampf haben vorher. Eine Animation. Und dann sollte da, gebe ich absolut recht, soll der Caster auch ein bisschen mehr abgehen. Wie bei einer Sportveranstaltung. Wie bei Harry Potter. Duvid, vielen Dank für den Prime Sub. Wir gefragt, wann die Eröffnung vorbei ist, nach wie vielen Zügen. Hier gibt es keine Faustregeln. So 10 bis 20. Grundsätzlich glaube ich, wenn beide Seiten ihre Figuren draußen haben, König in Sicherheit gebracht, dann ist die Eröffnung vorbei. Also ich würde denken, ja, sagen wir hier, mit Läufer nach D7, jetzt sind alle Figuren aktiviert. Hier ist auf jeden Fall die Eröffnung vorbei. Und wir sind im Mittelspiel. So nennen wir die nächste Phase. So, kommen wir zur aktuellen Stellung. Pragner da nickt zwar fröhlich, aber er steht nicht gut. Pragner da, kannst du hier so viel nicken, wie du willst?
Dein Springer auf C2 steht schlecht. Und der kommt auch nicht so leicht ins Spiel. Vincent Keimer hat die Stellung hier im Griff. Vincent Keimer ist stark. Hot Take. Spielt auch diese Partie vollkommen normal, spielt nicht auf Remis, was ich ja erstmal kritisiert hatte, weil sein König ein bisschen geschwächt hat. Aber scheint sehr genau zu wissen, was er hier tut. Und normalerweise ist ja auch immer der Rat, den man gibt, in der Situation, in der du Remis brauchst, spiel einfach ganz normal. Versuch nicht krampfhaft auf Remis zu spielen. Änder nicht deinen Spielstil. Just be yourself. Außer du bist schlecht im Start, dann don't be yourself. Ah, dann ist eh schwer. Coffee Melon, vielen Dank für den Sub. Ich glaube ja, dass Pragma da die ganze Zeit hier irgendwie, keine Ahnung, Bon Voyage-Shirt von Nina und Deichkind. Nicke mit dem Beat und beweg deinen Kopf, wenn das Deichkind am Mic ist. Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Schach. Wenn ihr das spielt, werden meine Augen schwach. Ist die einzige Erklärung, die ich habe. Leon Schwarz, vielen Dank für das Sub. Vincent, macht sich hier weiter breit in der Mitte. Ich habe halt immer noch Angst, weil der König schwach ist. Es ist so leicht, hier irgendwie auf einen Trick reinzufallen und zack. Aber die Stellung ist nach wie vor vollkommen okay. Vincent Keimer braucht einen Unentschieden. Er könnte hier versuchen, die Lage zu forcieren mit Bauer nach E4. D schlägt E, Bauer nach D3. Ich weiß nicht, ob man das will, Komplikationen vom Zaun zu brechen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ein Turmzug wäre okay, um hier aus dieser langen Diagonale rauszugehen. Ich weiß nicht genau, wohin. Wahrscheinlich nach A6. Das ist hier der Turm, der ankommt. Vincent, siehst du denn das genauso? In etwa so wie ich? Siehst du das genauso? Wie geht's dir eigentlich? Vergestern, vielen Dank für den Sub. Und LeFlow 1, danke auch dir für den Sub. Dankeschön. Krasser Support die Tage. Dankeschön, Chat, ey, dass ich das noch erleben darf. Nach all den Jahren hier auf Twitch und im Schachgame. Sehr nett von euch. Sir Villos. Vielen Dank für den Sub. Thomas nach B8. Keimer. Zug gefällt mir nicht. Ich sag's ja, wie es ist. Der Zug gefällt mir nicht. Weil er jetzt nichts droht. Er will eigentlich nicht hier wegnehmen. Weil dann kommt C schlägt B5. Und er stellt sich irgendwie selber so ein bisschen in Abhängigkeit. Also ist nicht schlimm. Er steht immer noch völlig okay. Aber mir gefällt die Spannung jetzt nicht. Weil ich glaube, dass er nicht droht, hier wegzunehmen, weil dann der Bauer zurückschlägt. Vielleicht sieht er das anders. Aber irgendwie lacht mich der Zug nicht an. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe. Aber. Ah. Flunky vor, danke für den Sub. Kam mit dem Peter Neururer Gedächtnishemd. Ja, wie gesagt, das sind die Kränke-Shirts. Keimer wird ja, spielt ja für. Ich glaube, jetzt in der neuen Saison auch für Baden-Baden, der Verein, für den ich auch spiele, den deutschen Meister, der von Grenke gesponsert wird. Davor dafür Deizisau gespielt, die auch von Grenke unterstützt wurden. Und Grenke fördert auch sein Training, unter anderem mit Peter Leko. Also, deshalb hat er das Grenke-Shirt am Start. Turm A nach B8, wie gesagt, Zug mag ich nicht. Mag ich nicht. Pragnandar will jetzt an seinem Springer hier arbeiten, den verbessern. Und da ist nicht klar, was Vincent machen will. Vielleicht will er den hier wegziehen. Also die Stellung ist okay, wie gesagt. Die Stellung ist eher jetzt von besser auf ausgeglichen.
Aber es ist so kompliziert immer noch. Was du sagst, ziehst du morgen aus Solidarität mit Vincent auch ein Kränke-Shirt an, wenn er weiterkommt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Wobei Kränke würde sich wahrscheinlich beschweren. Und ob ich das sollte. Man muss ja vorsichtig sein so mit Sponsor-Schüssel. Das ist ja meine Spielkleidung bei Baden-Baden. Ja, ich kann es euch zeigen. Wir können es ausdiskutieren. So, Spanner E1, Zug, den ich befürchtet hatte. Wahrscheinlich Springer E7. Ich vermute, das ist seine Idee. Ist ja auch verständlich. Ein Remis reicht ihm ja, dass er ein bisschen die Stellung vereinfachen will. Aber es ist halt keine Variante zum Vereinfachen. Das habe ich ja gesagt, es beißt sich ein bisschen mit dem Remis, was man braucht. Andererseits, das Wichtigste ist, eine vernünftige Stellung zu kriegen mit Schwarz. Und das hat er gemacht. Switch sagt Sellout, warum, weil ich nicht weiß, ob ich mein Kränke-Shirt anziehen will. Ich hab Bock, mal jemanden zu bannen. Das geht mir auf die Nerven. So, apropos Sellout, Twitch, wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es mit eurem Twitch und ihr könnt mehr kostenfrei einen Kanal eurer Wahl, im Idealfall diesen hier, abonnieren, ist in Amazon Prime mit drin. Vielen Dank für den crazy Support heute. Steinkiesel, vielen Dank für den Sub. Und Magnus Carlsen ist im Halbfinale, hat sich durchgesetzt gegen Levon Aronian. Das heißt, der erste Halbfinalist steht fest. Der zweite auch, Lee Kwang Lim, hat Hans Niemann rausgekegelt. Das heißt, wir werden nicht das Finale Carlsen Niemann sehen. Nicht gut für Schachdrama, gut für gespielte Züge, denn ich glaube, dass Carlsen nicht angetreten wäre gegen Niemann. So, aber jetzt brauchen wir noch Vincent Keimer im Halbfinale. Und dann haben wir morgen Magnus Carlsen, der Weltmeister, gegen Vincent Keimer, den German Master, das Supertalent. Mehr können wir uns aus deutscher Sicht wirklich nicht wünschen. What a robot doing? Vielen Dank für den Sub. Hey Ports, danke auch dir. John Rob, danke schön. Steinkiesel, danke schön. Da frage ich Maxim Dlugi kennen. Chat ist wieder im Schachdrama drin, den Magnus ja gestern ironisch gelobt hat für seine gute Arbeit mit Hans Niemann. Kenntnis übertrieben. Ich habe sehr viel Blitzpartien gegen Dugi gespielt. In den frühen 2000ern, späten 90ern im Internet Chess Club. Aber kennen, ich glaube, ich bin ihm nie begegnet. Nur auf dem virtuellen Schachbrett. So, wir gehen wieder zu Vincent Keimer, der ein Remis braucht, um ins Halbfinale gegen Magnus Carlsen einzuziehen. Und Dame nach C2 wurde gespielt. Von Pragnanda. Keimer noch 6 Minuten, Pragnanda noch 4. Stellung nach wie vor in Ordnung, aber mir gefiel dieser Zug Turm AB8 nicht. Denn, wie gesagt, er möchte die Türme hier nicht tauschen. Er möchte nicht diesen Freibauern kreieren. Und das heißt, er muss irgendwann wieder ausweichen. Was nicht leicht ist, nachdem er den Turm hier hingestellt hatte, jetzt wieder zurückzugehen. Also Stellung ist okay, aber der Trend ist nicht sein Friend, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also so geht es mir mit Lawrence Trent. So geht es, glaube ich, hier Vincent Keimer mit der Stellung. Er spielt Springer A7, das ist ein vernünftiger Zug, greift diesen Turm an und sagt, hier, tauschen können wir, ganz los. Seberoth, vielen Dank für den Prime Sub. Finden die Halbfinals heute noch statt? Ne, finden morgen statt. Die Stichkämpfe finden heute statt, wenn sie dann nötig sind. Wir hoffen natürlich, dass hier kein Stichkampf nötig ist, dass Vincent Keimer das in der regulären Distanz hier mit einem Remis unter Dach und Fach bringt. Aber es ist nie leicht, diese Stellung. Also immer noch völlig okay für Schwarz. Aber ich hatte ja gesagt, der König ein bisschen wackelig. Man muss hier immer aufpassen. Er sollte jetzt den Springer wieder dichter ranbringen. Ich würde hier so Springer C8, Springer E7, Springer G6.
auf die Agenda schreiben. Fritz Erich, vielen Dank für den Sub. Möbi Express, danke auch dir. Dankeschön. Boost Train läuft. Level 2 Boost Train ist unterwegs. Ey, wir haben so viele Zuschauer hier auf einmal am Start. Es ist unglaublich. Vielen, vielen Dank für den Support. Wenn der Boost Train hier weiterläuft, dann boosten wir hoffentlich hier Vincent Lane ins Halbfinale. Ey, es wäre zwar gut für die Spannung, hier einen Tiebreak zu sehen, aber ich hoffe absolut, dass wir darauf verzichten können. Und Keimer den Laden hier zusammenhält. Er steht auch nicht schlechter. Also es ist eher so, dass die Steuerung halt die ganze Zeit gefährlich ist, wegen des geschwächten Königs. Aber objektiv ist immer noch alles in Ordnung. Vincent Hype ist da. Beta, vielen Dank für den Sub. Hassel, vielen Dank für den Sub. Evi89, danke auch dir für den Sub. Stufe 2 abgeschlossen. 2500 Empfehlungen bis jetzt. Falls ihr neu dabei seid und verwirrt, was hier los ist. Wir sind es auch, aber wir kommentieren ein Schachturnier, ein Weltklasse-Schachturnier. Die Spieler spielen online von zu Hause aus, im Internet gegeneinander. Und wir sehen den jungen Inder, Pragnananda, absolute Weltklasse, gerade in dieser Disziplin im Schnellschach. Im Viertelfinale gegen die deutsche Nummer 1, Vincent Keimer, auch erst 17 Jahre alt. Schachwert immer jünger, zwei 17-Jährige in diesem Viertelfinale, in diesem Weltklasse-Turnier. Und Vincent Keimer führt mit 2-1. Er braucht in dieser Partie einen Unentschieden. Sieg würde natürlich auch gehen, um weiterzukommen ins Halbfinale, wo der Weltmeister Magnus Carlsen auf ihn warten würde. Also wenn Vincent Keimer diese Partie nicht verliert, dann trifft er morgen auf den Schachweltmeister Magnus Carlsen im Halbfinale dieses Julius Baer Generation Cup. Auf der anderen Seite des Brackets sehen wir Lee Kuan Lim und wahrscheinlich Arjun Erigaisi, beides Weltklasse-Leute im Schnellschach, aber wir konzentrieren uns sowas von auf diese Seite. Und hoffen natürlich, dass Vincent Keimer es hier schafft, in dieses Halbfinale einzuziehen. Er steht in Ordnung, aber die Stellung ist gefährlich, weil nicht leicht zu spielen. Ich weiß nicht, wie ich es zusammenfassen soll. Die Stellung ist okay, aber es ist immer sehr viel Dynamik in diesen Strukturen. Man muss wahnsinnig aufpassen. Und wir hoffen natürlich, dass Vincent das tut. Magiekind, vielen Dank für den Prime Sub, der Boost Train. Ja, ein bisschen stottern kommen wir in Level 3, aber erstmal vielen, vielen Dank für euren Support heute allgemein. Wenn wir hier noch Level 3 peitschen, würde mich natürlich freuen. Danke, Chat. Wer gefragt, ob Pragnananda die Zeit reicht? Pragnananda ist super stark da drin. Mit wenig Zeit in dieser Distanz, so mit 10 Sekunden, immer einen guten Zug zu machen. Das war eigentlich, was am beeindruckendsten war. Die ganze Champions Chess Tour über. Er gerät nicht in Panik, er macht keine leichten Fehler mit wenig Zeit. Deshalb würde ich ihn nie abschreiben, auch wenn er 5 Sekunden noch hat. Er kann immer gute Züge machen. Und das ist, ja, glaube ich, sein Hauptskill, dass er nie zusammenbricht unter Zeitdruck. Und Bauer F6 schwächt ein bisschen weiter den schwarzen König. Ist, glaube ich, immer noch alles okay. Der Springer soll nach E7 gehen und er will sein Zentrum hier stärken. Aber Springer nach H4, die Dame kommt hier rüber. Ich habe große Angst um Keimer. Immer noch, einfach weil diese Stellung so schwer zu spielen ist. Easier to play for white. Ja, das ist ja, was ich seit 3 Stunden aussage. Chat, ein bisschen was verstehe ich vom Schach. Aber hat Magnus Carlsen wohl auch gesagt. Es ist eine gefährliche Situation. Pragnananda nickt auch. Der A-Bauer ist im Moment keine Gefahr, man muss ihn halt ständig im Blick halten. Und Philipp Wahr hält hier den Boost-Train am Laufen. Haut hier 5 Subs raus. Vielen Dank, Philipp Wahr. 1,37 haben wir noch in Level 3. Wenn da noch was geht, wir noch das letzte Level schaffen. Das wäre fantastisch. Vielen, vielen Dank, Philipp Wahr. Steve Balken war kein großer Fan von Bauer nach F6. Und jetzt auch Springer nach D6, Läufer D5. Oh, das wird gefährlich. Und Springer nach D6 lässt auch dieses Feld aus den Augen. Also ich befürchte, ich hoffe, ich habe ja nicht zu sehr gejinxt, aber ich befürchte im Moment, dass ich mit meiner These, dass die Stellung zu schwer zu spielen ist, recht behalten könnte. Trotzdem, noch ist nicht vorbei. Toi, toi, toi. Meatcake 1337 und Bombos, danke euch. Von Sternau, danke auch dir. Und Dana B6, die Dame kommt ja halt an, Vincent.
Janubi. Bernie Stinson, danke für die Subs. Wir schaffen es auf Level 4. Ey, Chat ist echt hier crazy am Abgehen heute. Danke euch. Finn Jakobsen, habe ich dir nicht gedankt für deinen Prime-Sub? Vielen lieben Dank, Finn Jakobsen. Es tut mir sehr leid. Ich tue hier, was ich kann. Dame nach D1 gespielt. Es sieht. Sehr gefährlich aus für Vincent jetzt. Man sieht es auch ein bisschen am Gesicht. Er hat es hier nicht geschafft, die Spannung aufzunehmen. Ich glaube, Bauer nach F6 war keine gute Lösung, weil es dieses Feld hier nochmal schwächt. Ja, jetzt sieht es schon. Es ist zu schwer zu spielen. Raphael Runner 123, danke für den Sub. Money 97, danke für den Sub. Bei Remis ist keiner weiter. Bei Niederlage geht es ins Stechen. Also wäre natürlich auch mental dann super schwer, jetzt nach der Niederlage sich wieder aufzuraffen gegen einen Pragner da im Aufwind. Also, wir hoffen, dass das hier irgendwie zusammenhält. Aber die Schatten ist so schwer zu spielen. Nicht sicher. Vielen Dank für die 5 Subs. Mental ist auch nicht super schwer. Naja. Chat, ich hasse es zu sagen, I told you so. Aber die Variante ist halt praktisch eine so gefährliche Wahl. Ist gut, er scheint zwischendurch auch besser. Aber es ist so schwer zu spielen. Dann sieht bei Pranana wieder das Feuer in den Augen. Ja, ich will das nicht sehen, das Feuer, Alter. Dame nach B2. Aber ja, die Schlange ist so unangenehm. Er verlässt sich auf Dame H5. Dame C1 und Dame nach G5 rüber. Danach wäre erstmal noch alles verteidigt. Aber jetzt kommt halt auch dieser Aber noch angenervt. Macht hier noch eine weitere Front auf. Es ist zu schwer zu verteidigen. Hat Chat ja schon kommen sehen. Dopamin, vielen Dank für das Subgeschenk. Silly Hamburg, vielen Dank für die 10 Subs hier. Der Boost Train wird echt noch weitergefahren. Danke euch, Chat. Ey, ich hoffe, es lenkt nicht zu sehr vom Schachkommentieren ab, dass ich hier ständig Danke sagen muss, aber ich weiß es sehr zu schätzen, ganzen Support, ey. Das sind wir nicht gewohnt hier in Janistan. Dankeschön. Bauer nach E4. Dame H5, Dame C1, König G2, Dame G5. Ah, der König ist zu weit offen. Der König ist zu weit offen. Es funktioniert also nicht. Ihr seht schon, der Balken. Ah, nee, es wird nicht reichen. Ah. Ey, das war eine zu brutale Eröffnungswahl, Vincent. Frag mich doch einfach. Ja, frag mich nicht, frag mich nicht. Frag lieber Leko. Ihr wisst schon, was ihr da tut. Aber es ist so ärgerlich, ey. Tennessee Alex, vielen Dank für den Prime Sub. Was du sagst, ich supporte immer absolut, ey. Ja, wir haben einige Leute, die sowas von supportet haben, seit wir am Start sind. Aber dass so viel los ist hier. Bär war nicht gewohnt. Vielen, vielen Dank, ey. Das letzte Mal hat Winzer auch abgeliefert, als ich das Jammer angefangen habe. Ich glaube, die Stellung ist zu schlecht. Ich glaube, die Stellung ist zu schlecht. Er muss jetzt Dame G5 spielen. Die Dame hier zurück. Ich weiß nicht. Naja, aber stimmt. Letztes Mal war ich auch unzufrieden. Und dann, zack, hier. Honigdachs. Okay, Winzer. Ich muss auf Toilette, aber ich kann in dieser Stellung nicht weggehen. Worüber habt ihr in Indien gesprochen? Weil ich darüber. Ich glaube, die Variante stand eh nicht zur De stand nie zur Debatte allgemein in Indien. Wie gesagt, hier, wir haben in Indien aus weißer Sicht das hier mal gehabt. Das. Ich glaube, es wurde angedacht, aber nie debattiert aus weißer Sicht, aus schwarzer Sicht überhaupt. Wie immer sagt, danach G5. Und Dame nach D1, Pragnandar ist jetzt in seinem Element. Vincent muss jetzt hier Gegenspiel machen. Bauer nach F4, sehr gut. Jetzt wird alles auf eine Karte gesetzt. Wir packen Hamburg, wir packen Saulheim wieder auf die Karte hier, Bauer nach F4. Aber Pragnandar, er hat jetzt das Fokusgesicht. Ne? Ich mag dieses Fokusgesicht nicht, diese wachen Augen, dieses Rechengesicht. Hör auf damit, Pragnandar. Mistok, vielen Dank für den Sub. Und Lino 0, danke auch dir für den Sub.
Unentschieden reicht uns, Chat. Bauern H4, E schlägt, D schlägt E4, F schlägt G3. Wir brauchen ein Wunder, aber es gibt Wunder. Der König ist nicht so sicher, auch der weiße König nicht. F schlägt G3, Dame rein hier. Noch ist der Drops nicht gelutscht. Ich habe wieder ein bisschen Hoffnung. Vincent, fight! Beißen, beißen, beißen! Ich muss echt auf Trailer, ich bin auch hier auch am Beißen. Dame nach E3. Hei. Also, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Weiß muss irgendwie so spielen. Schachkönig H1, aber man lässt sehr ungern solche Schachgebote zu mit so wenig Zeit. Pragner da, lass dir Zeit und mach dann möglichst einen schlechten Zug. No disrespect, du bist ein netter Kerl, aber du musst halt rausfliegen heute. Dame nach C2 gespielt, das ist ein schlechter Zug. Bau nach D3, bau nach D3, wir sind am Start. Nein, also ja, aber nein, danke für den Sub. Alter Lachs, bau nach D3. Geh vor, ich muss auf Toilette. Come on. Ja, Pragner hat Dame F2 geplant, aber er hat Laufstich H3 übersehen. Zack, Honigdachs. Push it. Jawohl, Bauern hat D3 gesehen und Pragnanda schreckt zurück. Er hat Dame F2 Lauf H3 übersehen, ich sag's euch. Er wollte so und dachte, das Endspiel gewinnt er vielleicht irgendwie, aber zack, wir lachsen rein. König G1, zack, zack, zack. Halbfinale. Vinny K, too strong. Noch ist nicht vorbei, aber er steht jetzt gut. Vincent, du Monster, Alter. Letzte Level Boost Train, aber hier egal. Vincent, hau ihn weg. Dame F2, nimm weg. Allee. Eine Straße, viele Bäume. Das ist eine Allee. Nimm den Baum weg, Alter. Lauf H3. Das kannst du sehen. Taktik. Jawohl, er nimmt ihn weg. Lauf H3, König ganz Dame C1 erst gesehen, König H2, Dame C2. Und jetzt ist der Drops nicht mehr zu nehmen. Jawoll! Dame C2, nach König G1 kann er sogar die Züge wiederholen mit Dame C1. Das würde reichen fürs Halbfinale. Aber er könnte die Partie auch gewinnen mit Bau nach D2. Uff! Unglaublich, Vincent Keimer, was für eine Leistung, ey, hier. Unter Druck in der Zeitnot gegen Pragnananda. Reißt er das Ruder nochmal rum mit Bauern F4 und Gegenspiel. Ey, es ist absolut verrückt, wie stark er hier spielt. Hut ab, Vincent Keimer. Sowas haben wir ja lange nicht gesehen in Germany. Kein Spaß. Also, ich weiß, spätestens seit der Schacholympiade, wie stark Vincent Keimer ist. Aber trotzdem, dass er hier einfach die Besten der Welt und Pragnanda, ihr seht es an den 2,87, ist einer der Besten der Welt in dieser Disziplin raushaut. Da konnte er rechnen. Und er macht nicht mal das Remis. Was für ein Flex. Er könnte die Züge wiederholen und Remis machen. Aber er holt sich einfach die Dame, gewinnt die Partie. Vincent Keimer gewinnt 3:1 gegen Pragnananda und zieht ins Halbfinale ein. Gegen den Weltmeister Magnus Carlsen. Vincent, Alter, du Maschine. Das war ja mehr als beeindruckend. Was für ein Comeback. GG. Da ist er. Morgen Chat. Magnus Carlsen, Vincent Keimer. Wow. Wie stark. Also stand mit dem Rücken zur Wand. Ich bin ja pessimistischer Typ. Hier dachte ich echt, er hält den Laden nicht zusammen. Und dann, zack, hier, setze alles auf eine Karte. Bauern F4, Gegenspiel. D schlägt E4, F schlägt G, F schlägt G, Dame E3. Und Pragnananda macht den Fehler, Dame C2. Übersieht dieses Gegenspiel mit Laufstich H3. Und Vincent gewinnt die Partie einfach noch easy peasy. Wow! Schöner junger Keimer hier in Action. Morgen hat er sich verdient ein Treffen mit dem Schachweltmeister. Hut ab! Ey, ich bin unglaublich beeindruckt.